Los geht's her. Meine Damen, meine Herren, Prost. 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 Willkommen zur Episode 242 des Biertaucher-Podcasts. Wir schreiben heute den 9.02.2015. Wir sind in der Zypresse, in der Westbahnstraße 35 A 1070 Wien. Und das Ganze findet statt mit freundlicher Unterstützung von Wukonic.com, der Internetagentur. Marketingagentur. Internetmarketingagentur. Das wird noch ein bisschen dauern, ja. Vom Jörg. Aus Österreich, vom Jörg, und vielen Dank an dieser Stelle. Ja. Vielen Dank an dieser Stelle auch an unsere lieben Flatterer, Ajuvo und Bernd Schlapsi. Genau, und alle anderen Flatterer, die es vielleicht auch noch gibt. Vielen Dank, Leute. Ja, danke. Und wer sind wir? Wer bist du? Ich bin der Horst. Ich bin der Dennis. Ich bin die Anna. Gregor. Und der Stefan. Ja, Leute. Aber leider haben wir heute keine Themen, oder? Haben wir keine Themen? Hast du nicht eine ausgedruckte Themenliste? Ja, ich habe eine Themenliste. Ich werfe mal meine in die Runde, dann reiche ich weiter. Es ist ein bisschen vermischtes Kleinzeug. Zum Beispiel gibt es einen neuen HTTP-Statuscode 451. Die Mietpreis-U-Bahn-Karte vom letzten Mal, über die wir besprochen haben, die werden wir verlinken diesmal. Mittlerweile habe ich sie gefunden. Ich werde erzählen vom Stop-Douchebag-Movement, und ein bisschen ein größeres Thema habe ich auch, das sich anschließt dann an den Bericht vom Podcasting-Meetup. Und zwar habe ich gespielt mit Ubuntu Studio, Ardour 4 und dem Studio-Link-Plugin und kann davon ein bisschen was erzählen, von meinem gepflegten Scheitern. Ich habe noch ein paar Mikrowellenthemen von den letzten Malen. Ich habe noch immer The Kiefer habe ich mir angeschaut. Die Unverheiratete im Akademietheater, ein Theaterstück. Chucks habe ich gelesen. Aber ich habe auch zwei Teche-Themen mal zur Abwechslung. Ganz klein. Ich würde gerne ein bisschen über Firefox OS reden. Und ein neues Ubuntu-Tablet steht vielleicht um die Ecke. Und wenn es sich ausgeht, Remember Me gibt es noch immer zu besprechen. Ein Spiel, das ich mal... Da war ich anwesend, wie es gespielt wurde. Ich habe vergessen zu notieren, was ich reden wollte. Das ist jetzt ganz schlecht. Was ich gemacht habe, ich habe mir einen Medical Wien gekauft und möchte da ein bisschen erzählen. Und bitte dann euch, weil ich möchte ja Wien jetzt erleben, euch nachher mir auch Aufgaben zu stellen, um Wien zu erleben, zu kennenzulernen. Aber dazu später. Dennis, ich muss noch grinsen über das Anna Aufgaben stellen. Mein Hirn arbeitet ja, schon vor. Ja, er meint es auch gerade. Das missbraucht genau. Uns ja alles so in Ordnung. Das war meine Absicht. Mein erster Gedanke war 100 Wasserhaus. Glöcken. Naja, mal gucken, was man dazu machen kann. Dennis, worüber möchtest du reden? Du hast ja eine schöne Themenliste auf einem linienverzierten Blog. Also diesmal habe ich zwar auf dem Blog vorgeschrieben, aber leider ist die Tinte leer, daher musste ich den Rest der Liste auf meinem Mobiltelefon notieren. Zum Thema schöner Leiten. Ich war Skifahren am Zell am See und da gab es auch gutes Essen. Herzliches Beileid. Du Armer. Ja. Aber das Hotel war super, darüber möchte ich dann auch insbesondere reden. Dann, weil ich auch die Hälfte krank war, habe ich mir dann ein Computerspiel besorgt, Punch Club. Und dann habe ich gerade eben noch gelesen von Humble Bundle Monthly und Humble Bundle oder Humble Originals. Und ich habe mir noch eine neue Seitenpublishing-Software angeschaut, sowas ähnlich wie Jekyll, heißt Middleman. Fertig? Okay, ich habe nur zwei kleine Themen. Es gibt einen neuen International Open Podcast mit Derek Breen. Und das war das erste Mal, dass ich mit Google Hangout Air etwas aufgenommen habe. Das hat auch funktioniert. Darüber kann ich ein bisschen erzählen. Und ich war im Kino und habe meine Stop-Motion
Filmchen angeschaut, Anomalisa. Mhm. Du auch? Mhm. Oder? Nein. Das heißt, ich darf es nicht spoilern? Du kannst sowieso nie spoilern. 14-fach nicht. Okay, weil das möchtest du noch sehen. Charlie Kaufmann, das ist ein Film, den man jetzt mal gesehen haben muss. Das ist der Typ, der auch das Drehbuch zu King John Malkovich geschrieben hat. Das ist eigentlich ein Ding, das man sich anschaut. Na, vielleicht können wir das anbesprechen und dann warten wir, bis du das auch gesehen hast und dann reden wir weiter. Dann reden wir weiter. Ja. Ja. Und Bericht, großer Bericht, es gab ein österreichisches Podcast-Treffen. Da habe ich die Anna gesehen und den Stefan, die das aber verschwiegen haben. Anscheinend war es ihnen zu peinlich. Nein. War es peinlich? Nein. Weiß nicht. Okay. Eigentlich kann man froh sein. Na, können wir einiges davon erzählen. Horst hat dann noch einiges darüber gepostet im Sendegate-Forum. Stimmt. Davon schon geredet haben. Nein, genau, dann könnte ich meine Teaser-Idee hier noch einmal in auswälzen, weil sie noch nicht oft genug besprochen wurde. Ja, ja, genau. Ich komme ja zu nichts wegen, ich weiß es nicht genau, wegen Umzug irgendwie, wurde die schon überhaupt im Sendegate schon mal aufgegriffen? Es gibt einen Sendegate-Tritt. Sollen wir jetzt darüber reden? Aber, von Herrn Horst Jens gibt es das. Ja, machen wir die Nerd-Themen zuerst. Ja. Ich habe nämlich ein ganz trauriges, ich bin drüber gestolpert bei, glaube ich, Heise Open oder so. Das Firefox OS wird zumindest in der Sparte für Smartphones, wie es eigentlich ursprünglich gedacht war, eingestellt. Ab dem 29. März oder so und im Jahre 2017 wird der Marketplace dafür auch zugesperrt. Und sowas stimmt mich halt immer traurig, weil ich ja die ganzen, es ist eine Android-iOS-Aufspaltung des Smartphones-Marktes ja sehr, ja. Ist mir zu wenig. Trauerst du meine Alternative, die es jetzt nicht mehr gibt? Ja, eben, genau. Und es ist noch dazu eine Alternative, wo ich nie die Chance habe, die Chance hatte, irgendwie mal mehr zu betrachten oder in den Händen zu halten. Und ich glaube, das ist auch ein Problem dieser Betriebssysteme. Ich meine, unsere Smartphones sind ja mittlerweile sehr mächtige Computer eigentlich, aber trotzdem halt so zugestöpselt meistens, dass es halt schwierig ist, vielleicht andere Betriebssysteme drauf zu spielen oder dass ein neuer Anbieter von so OS, mobilen OSs, das Problem hat, das überhaupt einmal auf ein Device zu bekommen und dieses Device auf den Markt zu bekommen. Das heißt, eigentlich müsste man, wenn man so ein OS entwickelt, vielleicht auch gleichzeitig mit der Hardware rauskommen und das ist wiederum viel schwerer zu heben, als wenn man vielleicht bei einem offeneren Betriebssystem eine Community auf die Beine stellt, die das halt gemeinsam entwickelt. Also ich sehe das wirklich, das ist gerade ein bisschen verzwickt und ich sehe da jetzt auch irgendwie keine Kandidaten. Ich meine, dieser ganze Memo-Zweig, den es gegeben hat, dieses Mobi-Memo, was sich da alles entwickelt hat, das ist jetzt einmal, da habe ich nur ein loses Ende, glaube ich, bei Samsung gibt es da, das hat das Bada-Betriebssystem rausgewischt. Nein, nicht der Bada. Bada basiert ja nicht auf Linux. Nee, Tyson. Ah, ja, Tyson. Genau, und Selfish. Selfish OS basiert auch drauf. Wobei Selfish OS wird ja von diesen Ex-Nokia-Mitarbeitern gemacht und die hatten ja auch einmal jetzt ein paar Schlagzeilen, dass die in Schwierigkeiten sind. Und so als Kombi-Thema gleich zum Randflanschen gibt es jetzt wieder die Neuigkeit, dass ein Ubuntu-Tablet kommen soll von BQ, glaube ich, heißt der Anbieter, gebaut. Und da läuft dann wirklich Ubuntu drauf oder ein Android, was Ubuntu-mäßig ausschaut? Nein, das ist nur Ubuntu. Die arbeiten ja schon seit mehreren Jahren an diesem Ubuntu Touch OS oder wie sie es nennen. Und leider zum Leidwesen, muss man sagen, von der Desktop-Part, wo ich finde, dass sie halt diesen Dornröschen scharf und der Szene nicht gut getan, weil Ubuntu war ein Linux, was man so Leuten für den Einstieg gerne mal so draufgespielt hat und jetzt aber, finde ich, mit weniger gutem Gewissen als vor ein paar Jahren irgendwie machen konnte. Ja, und bei Firefox, ich weiß nicht, woran es gehapert hat. Irgendwie. Also, ich habe jetzt schon ein paar Gründe aufgezählt, aber mich hinterlässt die ganze Problematik mit einem großen Fragezeichen. Aber wie gesagt, mich macht Android jetzt auch nicht mehr glücklich, weil ich komme ein bisschen vor wie auf der Milchverstraße und hier feuert mich an, irgendwo reinzusteigen. Mittlerweile bekriegen sich auch Amazon und Android Market auf meinen Phones.
Es ist nicht schön. Dein Phone ist Verkaufsfläche konkurrierender Konzerne. Ich lieber sowas, zumindest in der Richtung wie zu gut oder Debian, irgendwas, was ein bisschen freier ist. Ja. Ich brauche ja niemals die reine Lehre. Reine Lehre ist auch immer ein guter Kompromiss, wäre gut, aber ein besserer Kompromiss als jetzt. Also RIP. Du trauerst um Firefox. Ja. Ich meine, sie werden es noch weitermachen, sie haben das geschrieben für so. Smart TVs und so, wenn man sich die Smart TV-Szene anschaut und so, also will man das? Ist das gut überhaupt oder wird das überhaupt was? Also, du willst so was wie das neue OS von CyanogenMod Mod dann? Das ja auch nicht. Microsoft mit dem Boot sitzt? Nein, das, ja, stimmt, das, aber du hast vollkommen recht, wenn man eine Argumentation aufgreift, das wäre so ein Kompromiss. Weil die entwickeln ja frei und holen sich dann so Kopfservices mit rein, aber gerade CyanogenMod. Auch nicht das. Ich habe jetzt den Namen vergessen, aber es gibt jetzt ein freies Android auch, das aufgegriffen wurde und wo man rausgeschnitten hat, die Sachen von, das war im letzten Linux Labyrinth. Müsste aber nachschauen, wie es heißt, weiß ich jetzt nicht mehr. Das Blackphone, Paranoid Android. Nein, ich weiß es einfach nicht mehr. Gibt so einige. Aber das schreiben wir auf. Das war so mein kleiner Marvin. Bei Firefox OS war ja eines der Probleme, dass die Entwickler nicht so wirklich berücksichtigt worden sind. Also die App-Entwickler. Okay, inwiefern? Die Apps kann man grundsätzlich nur in HTML und JavaScript entwickeln. Plus CSS natürlich. Sowas wie Native Apps oder sowas war von Hause aus strikt unterbunden. Also das sollte erst gar nicht gehen. Mozilla hat es auch ganz gut vorgemacht, das war sogar positiv. Die haben alles selber auch in HTML entwickelt. Also alles im Browser, wunderbar. Nur manche Entwickler wollen das nicht. Die wollen halt die native Rechenkraft der CPU nutzen. Und sie wollen auch nicht, dass die App dann frei ist. Und wenn man diese Entwickler dann auch mit aussperrt, dann kann man eigentlich auch schon einpacken, weil das sind zum Teil auch die Kräfte, die halt mitwirken, dass eine Plattform erfolgreich ist. Und wenn sie jetzt mit Smart TVs anfangen und die Entwickler wieder vergraulen, dann wird es auch bei Smart TVs nicht funktionieren. Also im Endeffekt nur die Open-Source-Gemeinde einzubeziehen, reicht nicht aus für so eine große Plattform. Das sowieso nicht. Andererseits, ich meine, die Firefox sind halt, kommen aus dem Netz und aus der Netzecke. Dort JavaScript, CSS und HTML, so das SUSE-Interface einzusetzen, ist schon in Ordnung. Du hast aber natürlich recht, wenn man das jetzt, so wie ich es verstanden habe, dann den Fokus eher eben auf so webbasierte Apps setzt, kann ich auch verstehen. Es ist halt immer das Ding. Das eine kannst du dann auf mehreren Plattformen verteilen und vielleicht für mehrere Output-Devices dann verwenden. Aber es wird sich wahrscheinlich nie so flott und so nativ anfühlen wie eine App. Und das will man dann doch auch auf einem Smartphone haben. Es gibt nichts Schlimmeres, als etwas zuppelt oder umlädt. Schwierig. Und Firefox, wenn ich da die Animationen bedenke, oh Gott, die ruckeln im Vergleich zum Chrome schon gewaltig. Also je nachdem, was für Animation ich schon erstellt habe. Die liefen in Chrome wirklich schön flüssig und in Firefox, also so 3 Frames oder sowas. Und das waren triviale Sachen. Man wird sehen. Ja. Oder selber machen. Zu dem Ubuntu-Tablet noch. Ich glaube, mit dem wird es auch nicht wirklich was werden. Die Idee dahinter ist ja, ich habe mich jetzt mit der Marktdominanz unter Anführungszeichen. Die Idee dahinter ist ja eigentlich auch, dass wenn man das Teil an eine Tastatur und an eine Maus und an einen Monitor anschließt, dass es dann quasi einen Laptop ersetzt. Ja. Aber mit den Specs, dass das Ding hat, sprich 2 GB RAM und der Prozessor, der da drinnen ist, wird man Desktop auch nicht wirklich ersetzen können. Man kann es vielleicht ein Netbook ersetzen. Also ich glaube, da hat man eigentlich wieder eine gute Idee, aber ich glaube, man versemmelt es dann, indem man es ein bisschen mit zu niedrig spezifizierter Hardware ausstattet, das Teil. Und wenn es mal auf uns kommt, ich meine, an und für sich ist es ja schon immer, seinen Desktop-Rechner auch so in der Hosentasche zu haben und in eine Dockingstation reinzugeben und dann hat man so quasi seinen Desktop und zieht ihn dann wieder ab, wenn man ihn braucht oder mitnehmen möchte, das ist schon. Aber da haben sich halt auch viele Große dran die Finger verbrannt. Ob das jetzt wirklich so, gibt es das eine System, um alle zu einen? Fragezeichen. Beziehungsweise wird dieser Markt auch ein bisschen dünner, weil mittlerweile gibt es auch diverse Apps unter Android,
die dir zumindest so nicht eine Desktop-Erfahrung, aber mit dem du schon weitreichende Funktionen des Phones nutzen kannst. Also, da gibt es zum Beispiel AirDroid oder so, eine Kaufsoftware unter Android, und da kannst du irgendwie schon allerhand Zeug machen im Webbrowser halt, und stellt das so ein bisschen einen Desktop dar. Keine Ahnung, ob diese Richtung vielleicht diesen Bedarf oder dieses Bedürfnis, dass es vielleicht schon gibt anscheinend, weil mehrere bearbeiten das, aber ob das nicht marginalisiert wird halt durch solche Apps. Microsoft probiert das ja auch gerade mit, ja. Man hat ein Smartphone und steckt es an in eine Docking Station Monitor dran und zack, hat man auf dem Monitor einen ganz normalen Windows Desktop. Die Kritiken dazu waren so, naja, viel zu teuer, lohnt sich nicht in der Hinsicht, aber und die Rechenleistung fehlt auch. Und jetzt da ja, bei dem... Haben wir überhaupt noch andere Probleme, oder? Wir rennen ja nicht mehr auf ARM, den ARM-Zweig haben sie eingestellt, oder? Das ist ja das mobile System und das ist noch ARM-fähig. Und die ganzen Apps, okay, die halt für dieses Ökosystem entwickelt werden, die laufen auch auf beiden Systemen, also auf den mobilen, also auf den ARM-Prozessoren und auch bei dem normalen Windows. Der Cross-Compiling. Noch nicht mal Cross-Compiling, sondern wirklich ein Binary. Ah. Ja, das ist halt alles .NET. Und bei Ubuntu ist es halt zwei verschiedene Systeme, zwei verschiedene grafische Oberfläche auf einem Gerät, und wenn man es ansteckt, wird es automatisch zu einem anderen. Mhm. Es gibt dann auch noch eins, jetzt habe ich den Namen vergessen, Muli oder so ähnlich, irgendwas mit M, dieser Tage gelesen. Die haben sich gedacht, okay, wir nehmen Android und packen dann Desktop-System dazu, so dass man, wenn man es ansteckt, auch auf dem Bildschirm hat. Asus hat es vor Jahren schon probiert, mit dem Zenfone, glaube ich, war das. Da war aber nur reines Android, und auf dem Bildschirm war dann auch Android zu sehen. Mhm. Motorola hatte auch sowas in der Art. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Nee, habe ich vergessen. Da konnte man das Ding sogar zum Schluss zu einem Laptop machen. Das hatte ja Asus auch so angedacht gehabt. Also die sind alle untergegangen, von denen hört man nichts mehr. Und Microsoft kommt jetzt gerade, Ubuntu kommt gerade und das andere auch. Mal gucken, wie es jetzt wird. Auf jeden Fall jetzt diese Bewegung ist ein richtiger Desktop auf dem Monitor und ein mobiles Betriebssystem auf dem mobilen Gerät. Es wird erst dann funktionieren, wenn Apple damit rauskommt, so in 2-3 Jahren, und sagt, sie haben es erfunden. Ja, genau. Schön wär's. Dann wird's boomen. Ja. Jo, gut. Ach so, die machen sie im Prinzip jetzt auch schon, stimmt. Die Gerüchteküche besagt, dass die in den Laptops demnächst ARM-Prozessoren benutzen wollen. Ah, wieder mal einen Prozessor wechseln. Ja, das sind jetzt 10 Jahre her. Ja. Vielleicht ist das auch gleichzeitig ein Schwung in diese Ecke. Ich bin zurzeit noch nicht so wirklich überzeugt von den ARM-Prozessoren. Der Laptop, bei dem ich es verwende, ist das Chromebook. Da gibt es mittlerweile auch Linux-Distributionen dafür. Also man muss halt mit dem Chrome OS arbeiten. Ich habe dann installiert auch ein Ubuntu, Xubuntu, diverse Varianten probiert, um zu schauen, wie viel denn die Grafik das Problem ist und wie viel das eigentliche Betriebssystem und so. Und also das ist ein Quad-Core-Prozessor an und für sich. Mhm. Diese 13 Zoll Chromebooks sind jetzt auch schon mittlerweile 2 Jahre alte Hardware, also wahrscheinlich werden sie jetzt ein bisschen schneller sein. Aber so wirklich performant war das Ding auch nicht, trotz 4 GB RAM. Also das hat nicht am RAM gemangelt, sondern es war doch der Prozessor relativ lahm. Dafür war die Akkuleistung großartig, also das Teil hält 8 Stunden, ohne aufgeladen zu werden. Mhm. Ja, aber als Desktop-Ersatz würde ich es auch nicht bezeichnen. Das ist zum Surfen nett, aber nicht zum Entwickeln oder so. Dafür hat es ja auch Google entwickelt. Nur als Web-Ersatz. Ja. Alles im Web. Quatsch, Entschuldigung, als nur alles im Web. Als Browser. Haben wir noch was Technisches? Ja. Linux Voice hast du noch, Horst? Ja, habe ich eh schon letztes Mal gesagt, oder? Ach so. Ist das neue Linux Voice herausgekommen? Ein Linux Voice Buchprojekt. Ah, stimmt. Dazu kann ich relativ wenig sagen. Sie haben ein Kickstarter-Projekt jetzt, glaube ich, und wollen sein
Linux Voice Buch machen, wo es, glaube ich, um Hardware-Projekte geht, wenn ich es richtig im Kopf habe. Okay. Also, du weißt es auch nicht genau. Nein, ich habe das. Okay. Einfach auf der Linux Voice Homepage schauen, sie machen da jetzt sehr viel Werbung dafür. Und sie haben aber trotzdem, sie haben im Jänner keine Zeitschrift herausgebracht, aber im Februar haben sie eine Ausgabe herausgebracht. Hast du was gelesen? Oder kannst du? Okay. Sonst bin ich der einzige Linux Voice Leser hier. Okay. So, kann ich nur sehr empfehlen, Linux Voice. Nettes Open Source Magazin, und die haben den ganz schönen Schmäh, dass ihre Artikel nach 9 Monaten unter einer Creative Commons Share Alike Lizenz gestellt werden. Dann schlage ich vor, dass wir zum Podcasting-Meetup abbiegen. Da kann ich dann am Schluss auch wieder ein bisschen was Technisches dranhängen, was sich daraus dann ergeben hat. Also wir haben uns getroffen am Samstag, spätabends. Im MetaLab. Im MetaLab, hinten in der Bibliothek. Es war voll. Wir nicht erwartet haben, dass das nicht so besonders groß wird, sonst sind kaum mehr bei der Tür reingekommen. Das waren gut 20 Leute. Die ganze Welt war da, nur Gregor nicht. Ja. Ich mich eh. Wie viele Podcaster waren das denn? Da waren ordentlich. Ja, also 20, ja. 20 ja. Bis 30 Leute waren drin, ja. Ah. Ja. Manche sind dann oben am Fensterbank gesessen, so oben ja. Regal quasi, was auch sehr lustig war. Also es war ordentlich überfüllt, die Luft war zum Schneiden. 3 Stunden Talks. Ja. Vorstellrunde, Moderation Melanie Bartos und Daniel Messner. Ja, super, dass so viel los war. Ich denke, vor ein paar Jahren, wie das das allererste Meetup mal war im Sektor. Genau, ja. Also keine 120, das kann ich schon mal sagen. Oder? Also nicht so. Ja, da war es weniger. Ja. Weniger. Du hast gesprochen von der Teaser-Idee? Ja, ich habe zwei Sachen gehört. Aber wollt ihr vielleicht allgemein sagen, generell über die Stimmung, dass man sich das vorstellen kann? Also es war nicht das... Es gibt ja im MetaLab sehr viele verschiedene Veranstaltungen, die einen nerdigen Touch haben. Und oft ist so, dass dann einer redet und viele langweilen sich. Und ich würde sagen, da war es relativ gut. Also gut moderiert, und dafür, dass so viele Leute waren, ist auch relativ viel weitergegangen, und es hat auch halbwegs gepasst mit dem Rhythmus zwischen Vorträgen und kurzen Talks und Pausen. Mhm. Also man hat auch Zeit zum Socializing gehabt und zum draußen in der MetaLab-Küche Bier trinken und so. Also es war für mich ein extrem angenehmer Abend, habe sehr viele nette Leute kennengelernt, die ich nur indirekt durch den Gregor gekannt habe. Also immer wenn du mir vom Podcast erzählst, dann sagst du, ach so, das ist ja der, von dem der Gregor erzählt. Und so. Das war sehr, sehr schön. Wie ist euch gegangen? Ja, ging mir ähnlich. Es war, obwohl das mit sehr viel Information vollgestopft war, haben sich die Sprechenden immer kurz gefasst und war zwischendurch echt schön so zum Auflockern immer ein bisschen. Gespräche. Es sind auch die Talks alle aufgezeichnet worden. Sie sind noch nicht publiziert, aber sie werden publiziert werden. Wenn wir dann auch machen, wenn wir wissen, wo. Und muss man auch dazu sagen, nicht selbstverständlich fürs MetaLab, es waren Frauen im Raum. Die Anna war nicht die einzige Frau. Nein, das ist fürs MetaLab nicht selbstverständlich. Aber beim letzten Mal waren doch auch einige Frauen dabei. Es waren einige, ja, aber es war für, was sagst du, 20, 25 Leute und davon 5 Frauen, so schätze ich es circa das Verhältnis. Also ein Fünftel. Ja. Mindestens vielleicht sogar mehr. Ich glaube, es waren insgesamt mehr, aber vielleicht so 5 Fünftel Frauen oder so. Ja, ja, also so relativ guter Frauenanteil für MetaLab und Nerd. Das passiert mir auch sehr selten, dass ich mal nicht die einzige Frau bin. Ja, seltsam. Okay. Ja, und ich möchte noch dazu anmerken, ich war ja zum ersten Mal im MetaLab und ich bin total hin und weg. Das hast du eine Führung gekriegt, ja, nachher? Und wie war die? Vom Peppi, ne? Dem Weißhaarigen. Ja, Peppi. Ja. Hat er die Führung gemacht? Er hat gesagt, McLemmon heißt er auf Twitter. Ja, ja, hat er gemacht, ja. Kannst du erzählen von der MetaLab-Führung? Ja, das war so früh, dass ich es eigentlich gar nicht erzähle. Ich jetzt gar nicht weiß, wo ich anfangen kann. Man muss dazu sagen, ich habe die Anna aufgegabelt vor MetaLab, weil sie sich nicht getraut hat, die Tür zu öffnen. Sie hat in irgendeiner Hightech-Klingel geklingelt, was aber jeder ignoriert hat, weil alle mit Podcasten beschäftigt waren. Man muss hier klingeln und die Tür geht gar nicht auf, und habe es natürlich nicht probiert, die aufzumachen. War total schlau von mir. Was war dein erster Eindruck, wie du reingegangen bist? Runtergegangen bist. Giertlich war der erste Eindruck. Bunt, wobei es ist bunt, ja, es ist bunt, irgendwo blinkt, irgendwas blinkt immer irgendwo, dann ist irgendwie alles angemalt. Dann gibt es
ich kann wirklich eher beschreiben, was nicht da ist. Also was nicht ist, sind Vorschriften als erstes Mal. Das, man sieht keine Vorschriften, sondern man kommt rein und man weiß, okay, da sind Leute kennenladen und man darf da hingehen und fragen und man kann im Grunde, also das hat er, er hat sich ja in anderen Worten formuliert, aber er hat es im Grunde auch so gesagt, du darfst alles machen und jeder wird dir helfen und man geht davon aus, dass man miteinander redet und dass keiner irgendwie erstmal einen Blödsinn macht, sondern dass man fair miteinander umgeht und dass man auf sich und andere achtet und so. Und es ist aber, dass du gehst rein und dann merkst du es schon, finde ich. Also das ist so eine Stimmung, die ausgestrahlt wird, obwohl, also zumindest auf mich hat es so ein bisschen so ausgewirkt, bevor ich noch überhaupt mit irgendjemand geredet habe. Und dann bin ich da so rein und habe mir gedacht, oh, ist das alles schön bunt und ach, hier machen sie irgendwas mit Elektro und hier ist, glaube ich, irgendwas mit Laser und hier ist dies und hier ist jenes und ich konnte jetzt alles gar nicht mal sagen, was so ist. Ja, man kann eigentlich fast nichts nicht machen. Es gibt sogar eine Dunkelkammer und Farbvergrößerer, das ist natürlich ein Fotografierkern. Es ist so, wo ich dann drin stand und mir dachte so, wow, cool. Und da gibt es 3D-Drucker, wo ich mir auch dachte, wollte ich doch schon lange mal lernen. Also es ist einfach toll. Und dann diese Bibliothek, die fand ich super, weil die Bibliothek, das ist so, ja, wie soll ich sagen? Also das Treffen war ja in der Bibliothek von MetaLab. Ich habe ja was Soziales gelernt. Und man bietet ja immer Jugendlichen in irgendeinem Jugendtreff irgendeinen Raum an, wo man dann alte Sofas reinstellt und dann ist das alles so gewollt konstruiert. Und diese Bibliothek ist aber, das ist so wie, die ist von selber gewachsen mit dem alten Sofa und Büchern und das hat nicht irgendjemand von außen da reingestellt, das Zeug, sondern das ist so gewachsen und das ist, obwohl nichts zusammenpasst. Und also du meinst, du hast vom Hinsehen gemerkt, dass das eine benutzte Bibliothek war, ja, nicht genau, eine gut gemeinte. Ja, genau, es ist einfach ein benutzter Raum, wo alles in einem geordneten Chaos irgendwie passiert. Also dieser Bücherschrank, der ist, glaube ich, ich weiß es nicht, wie, nach welchem System der voll... Nach keinem, glaube ich. Ja. Aber genau das verleitet halt so. Ich saß dann auch irgendwie da so da auf dem Sofa kurzzeitig und dachte mir so, wenn ihr jetzt Zeit hättet, so 2-3 Stunden, dann könnt ihr mir da schon irgendwie durchschmökern. Die Bücher werden aber in der Regel nicht gelesen. Aber daran, ja, trotzdem. Ja, dafür ist es, glaube ich, auch gar nicht da, dass sie eher so ein Versammlungsraum, so Treffpunkt. Ja, wird missbraucht als Versammlungsraum. Also, wenn man eine ruhigere Besprechung haben will, geht man in die Bibliothek. Wenn ich es ruhig haben möchte, dann setze ich mich da rein und arbeite. Okay. Ja, so, das war erstmal so mein Eindruck. Ja, und dann mein Lieblings-Excassity ist ja da. Mein Lieblings-Excassity hängt da an der Wand. Und zwar nicht als Ausdruck Excassity der Comic. Ach so. Comic, der Web. Achso, X-Katze. Okay, jetzt kapiere ich es. Entschuldigung, X-Katze. Nein. Ja, der hängt da, im Original von ihm gezeichnet. Der das war gleich einmal gut sozusagen, hat der Raum Kultur ausgestaltet. Das ist ja der ist allerdings nicht in der Bibliothek, sondern im Hauptraum. Und da haben sie mir dann total gehabt. Da haben wir mir gedacht, wenn der da hängt, dann muss ich ja da. Und wie hoch war dein Nerd-Faktor mit mangelnden Social Skills, also das typische? Wäre mir jetzt keine aufgefallen, kein Mangel an Social Skills. Okay. Wobei, das ist natürlich auch so, ich bin jetzt an den Schüchtern, ich spreche halt dann die Leute an. Und da gibt es sicher vielleicht ein paar Leute, die mir gar nicht aufgefallen sind, weil sie überhaupt nicht geredet haben. Das kann schon sein. Gibt es auch genügend Leute, die sprechen. So. Ja. Ja, was wurde denn gesprochen von den Vorträgen her? Was war denn thematisch so jetzt da? Muss jetzt nicht der gesamte Ablauf sein, aber ist euch ein gewisser Vortrag in... Ja, ist mir einer. Also es war am Anfang so eine kurze Vorstellrunde, wo jeder kurz über seinen Podcast erzählt hat und zu meiner großen Freude waren wir Biertaucher zu dritt da und ein Mann hat ein Biertaucher-T-Shirt getragen. Das war natürlich das Allerbeste, das war der Stefan. Und das hat natürlich enorm Eindruck gemacht, ne? Und nach dieser Vorstellrunde gab es dann mehrere Talks, einen langen und dann mehrere kurze bis mittellange. Mhm. Der lange war im Unterschied zu Interview und Gespräch, habe ich das richtig in Erinnerung? Vom Lothar Budigbauer. Das ist ein ehemaliger Radiomensch, der jetzt schon auch noch fürs Radio arbeitet, aber auch Podcasts macht. Okay. Und der eine sehr gute Erzählstimme hat, also der hat wirklich gut reden können, dem hat man gern zugehört. Das war so wie, ja, bitte lies mir noch eine Geschichte vor. Und ein Talk war von dieser eine Frau, Orange-Mensch,
ja. Herbert Knauer, das der, soweit ich mich erinnere. Da ging es um das Cultural Broadcasting Archive. Genau, ja. Das CBA, wo wir früher als Biertocher auch drauf waren, als Backup. Stimmt, da waren wir drauf. Die freien Radios haben ein Archiv von 60.000 Einträgen, davon sind 1.500 Podcast-Episoden zu unterschiedlichsten Themen. Und als neues Feature dazu gibt es, dass sie versuchen, daraus Webradio-Kanäle zu bauen. Sie und zwar themenbezogen. Themenbezogen, sie haben jetzt angefangen mit einem zu Literatur. Das sieht so aus, dass mehr oder minder durch eine zufällige Playlist, die erzeugt wird, ein kontinuierlicher Stream erzeugt ist, den man sich entweder als Stream abonnieren kann auf einem streamingfähigen Device oder auf einer Webseite anschauen kann in einem Webplayer. Mhm. Dann kann man sich alle Episoden, die sozusagen schon einmal durch sind, auch im Archiv anhören oder auch welche aus der Zukunft, die liegen ja ohnehin alle schon im Archiv. Und sich auf die Art und Weise sozusagen offline später ein eigenes Radioprogramm zusammenstellen. Und das planen sie eben in Zukunft auch für andere Themen als Literatur. Bisher haben sie eben nur einen Literaturkanal gemacht. Alles, was da drauf ist, ist Creative Commons. Das heißt, kann auch weiter ausgestrahlt werden in anderer Verwendung. Und mich hat es eben überrascht, doch, sie haben gesagt, über 1000 Episoden haben sie jetzt mittlerweile, also Podcast-Episoden, was doch eine ganze Menge ist zu den unterschiedlichsten Themen. Ich habe es ein bisschen durchgebraucht, es ist relativ viel Naturwissenschaft, relativ viel Literatur, es ist Kultur als Rubrik, es sind aber andere Rubriken auch noch. Aber es ist eben nicht so die Technik-Tech-Schiene, in der wir sonst unterwegs sind, das eher nicht. Es sind großenteils Sachen, die als Radiosendungen auf den freien Radiosendern Österreichs gelaufen sind. Das Archiv selber liegt am freien Radiosender von Linz, da gibt es einen. In Wien ist ja bekannt Radio Orange und ich glaube, sie zählen auch FM4 eigentlich mehr oder minder dazu. Zumindest, glaube ich, sind die da auch beitragend in was es Material das weiß ich immer. Es gibt in Innsbruck einen Kanal, es gibt in Vorarlberg einen Kanal, also da gibt es einige. Mhm. Es gibt auch nicht in Graz diesen Radio Helsinki. Dabei ja, gab's einmal, der gehört auch dazu. Genau. Da gibt es den immer noch? Ja, gibt es auch noch. Und es gibt auch eine Seite da oben drüber, Freies Radio Österreich, das FRO ist also nicht mehr genau, es war eine relativ kurze Domäne. Klingt aber nach einer spannenden Idee, irgendwie Podcasts zu nehmen, zu einem kontinuierlichen Stream zusammenzubauen, so wie aus einem Podcast wieder so Internetradio. Das haben auch vielleicht die gut zum Entdecken, wenn sie die Diversität schaffen, reinzubringen oder so. Ich meine, themenbezogen schon, aber von, ich meine jetzt von den Formaten, die sie reinpacken, dann wieder auf neue Podcasts draufzukommen. Ich habe eine Zeit lang gerne ja abonniert gehabt und gehört den Podcast von der Hörsuppe. Das ist jemand, der selber podcastet, aber auch hilfreicherweise ein sehr gutes Verzeichnis, Webverzeichnis über deutschsprachige und deutsche Podcasts erstellt hat. Und der hatte so zwischenzeitlich, ich habe ihn mittlerweile leider nicht mehr abonniert, also müsste ich wieder mal reinhören, hatte er so das Konzept, dass er zwar immer auch so die Voranzeigen gebracht hat, was die Woche für Podcasts ausgestrahlt werden, aber dann auch immer so wechselnde Podcasts reingebracht hat in diese Folgen. Und so bin ich dann auch reingekommen, Podcasts zu hören, die ich mir sonst vielleicht nicht anhören würde. Fand ich eine gute Idee, vielleicht ist das sowas Ähnliches oder... Oder könnte man zu ähnlichen Zwecken benutzen? Der größte Unterschied ist, dass das alles Sendungen sind, die einmal in einem freien Radio gelaufen sind. Das stimmt, das heißt, das sind keine nativen Podcasts. Genau, daher sind sie sehr reglementiert, was das Format angeht, weil es eben das Sendungsformat in das jeweilige hineingepasst haben muss. Mhm. Also auch eine Aufnahme eines beliebigen Podcasts in das Archiv ist daher nicht so einfach. Mhm. Okay, das ist natürlich ein Mensch. Wobei sie gemeint haben, dass es eher technisch schon möglich ist, weil ja gleich rechtlich in der Problem. Technisch wäre es natürlich möglich. Die Frage du kannst ja RSS-Feeds einbinden, haben sie gesagt. Ne? Du könntest auf einen Podcast-Feed linken von dem Archiv aus. Nein, das Archiv selber ist eine Datenbank einfach, wo die Sachen liegen. Die sind schon, okay. Die sind wirklich dort hochgeladen. Das, wovon du gesprochen hast, das ist dieser Radio-Kanal, dieser Web-Radio-Kanal. Das ist im Prinzip nur eine Sammlung von Shell-Scripts, in die könnte man weitere RSS-Feeds einbauen und damit mehr Sachen aggregieren. Der Herbert Knauer hat gesagt, er wird diese Scripts veröffentlichen, sodass die dann adaptierbar sind von jemandem anderen, der auch sowas machen will. Also da technisch damit wird zusammengefasst, technisch wäre es kein Problem. Ich glaube, das Problem ist eher so,
das, was auch in der deutschen Podcasting- und Radioszene sich gerade so ein bisschen abspielt an Diskussion zwischen der freien Radioszene und der Podcasting-Szene, die ein bisschen im Clinch liegen. In Österreich ist das nicht so arg der Fall, aber es ist auch kein wirklicher Kontakt da. Wobei der am dem Treffen war jetzt eigentlich der Kontakt da, weil da auffällig viele Leute waren, die sowohl ein Radioprojekt als auch einen Fuß im Podcast gehabt haben. Es waren Leute da, die Radio gemacht haben, aber es war kein Radiosender da. Aber es gibt Moment, es war die Anna Masona da von Ö1. Die ist ja die ist voll der Radiofrau. Ja, ja. Aber du meinst, es war jetzt kein ORF-Übertragungswagen da? Sie war als Person da. Ja, ja, aber das kann sicher sein, so wie ich sie kenne, fließt das in einem der nächsten Digitalleben ein. Soll sein, wäre schön, ja. Ja. Ich hatte zumindest den Eindruck, dass in Österreich nicht dieses wir sind die Besseren, weil wir machen Radio und wir sind die Besseren, weil wir machen Podcast, den Konkurrenzdings da ist. Und das habe ich halt in Deutschland schon sehr oft. Haben die so einen Dünkel, oder? Naja, ja, teils. Also ich kannte halt, als ich selber noch freies Radio gemacht habe, kannte ich auch Podcasts, oder habe ich schon Podcasts gehört. Und jetzt kriege ich es aus der Podcast-Szene mit, dass Leute beim freien Radio was machen und die kommen gar nicht zusammen. Klar, weil die einen wollen in ihren Grenzen und wollen auf UKW aufbereiten und wollen dieses Formatige, obwohl sie als freie Radios ja gerade eigentlich weg wollen von dem, was die anderen Radios machen, aber trotzdem haben sie im Kopf dieses Format-Zeug irgendwie. Und die Podcaster sagen, was soll denn der Quatsch hier und wieso soll ich mich auf eine Stunde beschränken und so. Und da gibt es zum Teil schon ganz schön die Grabenkämpfe, was ich so mitkriege. Also es ist schwierig eigentlich. Auch zuletzt unter dem Podcast mit diesem, was war das, Lava-Podcast-Diskussion, das gegeben hat. Ja. Das habe ich ja eigentlich fast gar nicht mitbekommen, aber jetzt habe ich es dann wieder aufgearbeitet und gehört, dass das ursprünglich von Nicola Seemark angestoßen, ein Artikel mal und er hat es leider ein bisschen abbekommen. Ich mag den Nicola Seemark sehr, aber das ist diese Diskussion. Was ich muss mich da ein bisschen einlesen oder so, weil ich bin ja als Hörer, ich mag ja beides gerne für zwei Zwecke. Hast du Radios auch, also? Ich habe Radiosendungen, also ich höre jeden Tag vor der Arbeit irgendwie, habe ich so meine Kultur und Nachrichten. Das hast du schon so eine Playlist? Ja. Das höre ich dann immer zum Bügeln meines Arbeitsplatzes. Und dann höre ich aber sehr gern zum Beispiel auch den Gabelbissen-Podcast, weil er sich begrenzt und sehr formatiert ist. Aber ich liebe auch die Freakshow oder Sachen, die ewig dauern, weil ich finde, gerade wenn man lange redet und die Konzentration der Redner ein bisschen nachlässt, dann steigen so ein paar Sachen auf, die dann durchaus interessant sind zu erklären. Das mag ich halt. Wir haben dann auch ein bisschen diskutiert auch rund um dieses 4000-Hertz-Projekt, das es da in Deutschland gibt. Da wird gerade ein bisschen, das wird von der Podcasting-Szene jetzt ein bisschen kritisiert, weil sie scheinbar nicht liefern oder nicht in der Menge liefern, wie denn erwartet worden wäre. Also da gibt es wieder so den Biss zurück von den Podcasts in Richtung zu den Radioleuten, nachdem es vorher von den Radioleuten den Biss in Richtung Podcaster gegeben hat. Jetzt zeigen wir euch mal, wie man Podcasts wirklich macht. Und also das hat man also ein bisschen gespürt. Und so, also ich habe das Gefühl gehabt, das ist auch bei diesem Vortrag so ein bisschen schon angekommen, so naja, wir sind schon ein bisschen besser mit dem, wie wir das ja so machen. Also, da muss ich da ein bisschen widersprechen. Also ich habe das nicht als überheblich empfunden. Die Radioleute haben halt ihre Radioerfahrung gehabt, die haben sie zum Teil sehr langjährig gehabt und daraus halt erzählt. Ja. Und mich hat es jetzt mäßig interessiert, weil ich habe immer einen Podcast, was brauche ich denn? Ja. Ich muss aber gestehen, ich habe auch einmal mit den Radio Orange-Leuten geredet, die wohnen ja bei mir direkt ums Eck. Und da habe ich gefragt, wie schwierig ist das, den Biertaucher Podcast in ein Radio zu bringen. Und das war interessanterweise auch die Frage bei der Diskussion. Da haben ein paar Mal wurde gefragt, ja, kann man nicht einen Podcast in ein freies Radio bringen? Und einer hat da sehr nett gesagt, es ist halt eine Formatschwierigkeit, weil die ihre fixen Sendezeiten und Plätze haben. Und man muss dann mit dem, wie heißt das, Sendezeitverantwortlichen sich das halt ausmachen. Und für Podcasts ist es halt schwer, weil die meistens nicht eine definierte Länge haben.
vorbei, so schlimm. Also ich war ja auch mal die Zeit lang stellvertretende Sendungsverantwortliche. Und es ist schon so, dass man sagen kann, okay, da hast du vielleicht 2 oder 3 Stunden Sendung. Und wenn du dich aber dann hinsetzt und für ein Radiopublikum, was ja irgendwie die konzentrierteren Informationen hast, das zusammenschneidest, so ein bisschen Musik dazwischen schneidest, es würde bei vielen Podcasts tatsächlich gehen. Man müsste es halt machen. Dann müssen natürlich die, die es machen, auch sagen, okay, ich gebe was her von dem, was ich produziert habe. Auf der anderen Seite hätten sie dann auch einen anderen Publikationsweg. Also es wäre, glaube ich, schon machbar. Und man könnte es auch, also ich finde diese Diskussion, meins ist besser, so ermüdend. Man könnte auch sagen, man kann sie ergänzen. Also finde ich. Also ich habe so in Erinnerung, dass da keine Feindschaft war oder so. Das war ja nicht. Ich beobachte immer an dem Aspekt der Technik, wie über die Technik geredet wird. Und das ist, wir sind jetzt das wirklich Low-End hier mit diesem Zoom, der da in der Mitte steht, von dem alle sagen, ja, eigentlich ist es schon ein cooles Gerät, nur arbeiten darf man nicht damit, weil die Qualität ist halt echt schlecht. Also das ist ganz gut. Also Minimum ist einmal jetzt, dass man natürlich jeder Headsets aufhat. Ja, sie haben schon ein bisschen einen Hardware-Fetisch gehabt, die Versammelten. Ja, aber das haben sie immer. Und je mehr du dann Richtung, du erkennst daran, je mehr sie in Richtung Radio kommen oder aus der Radioschiene kommen, desto stärker wird der Fetisch in unterschiedlichen Bereichen dann halt noch ausgeprägt. Darum, irgendwie glaube ich das ja noch gar nicht, dass du bei freiem Radio gearbeitet hast. Weil die jetzt nicht so den Radio Du bist so sympathisch, das geht nicht. Entschuldigung. Ja, wir haben sie ja dann auch nicht mehr wohl, so ist ja nicht. Ne? Achso. Nein, ja, wir haben sie immer schon ja, das mei klar, aber also, mit der Technik ist es schon so, du musst immer das Ideal anstreben, damit einigermaßen was rauskommt am Schluss. Das finde ich schon einen guten Ansatz, aber wenn du hier halt einfach ein Aufnahmegerät in der Mitte stehen hast und wenn wir jetzt alle mit Headset da sitzen würden, dann wäre das doch nicht mehr gemütlich. Ja, vor allem wären wir dann. Kann man dann Bier trinken? Wir würden es nicht organisieren, wir würden es nicht tun. Der Gregor träumt schon seit Jahren von Headsets. Ja, weil es eine der wenigen Möglichkeiten wäre, das an den Start zu bringen. Ja, also, am Setup kann man immer basteln und so, aber. Es ist auch so, dass ich früher sehr gerne zugehört habe, wenn so die Podcaster so geredet haben, so am Anfang der Sendung kommt das oft, was für Schwierigkeiten sie haben, was sie jetzt einsetzen. Den Britlauf ist aber auch gerne dann nur so ein bisschen ausweitet in die technischen Details. Aber mittlerweile bin ich da auch irgendwie, also man muss halt selber zu. Man wurschtelt sich durch. Ne? Apropos ausreitende technische Details, das habe ich dann auch gemacht. Ich habe da einen Vortrag gehalten über das Octopod, über dieses Publishing, und habe ein paar Leute ziemlich verunsichert, weil ich das Beste am WordPress und sagen, ja, aber wenn ich WordPress da jetzt klicke bei so einem Hoster, dann ist ja der dafür verantwortlich. Ich sage, schau dir mal die Vertragsbedingungen genauer an, die du gerade mit, ja, ich will. Ich muss sagen, das Coole war, dass da ein paar Metal-Lab-Nerds dann auch waren, die dann auch gesagt haben, ja, na, WordPress, das ist eine einzige Virenansaugstelle, das geht überhaupt nicht. Und alle versammelten, nicht ganz so Techni-Podcaster, die ja stolz auf ihre WordPress-Seite waren, sind ein bisschen leise und bleich geworden. Wobei, diese ganze Bashing von WordPress muss man auch ein bisschen eindämmen. Das ist sehr groß. Sehr viele benutzen WordPress. Und wie es oft bei so CMS-Systemen sind, wenn das CMS-System auch gut abgesichert ist, du könntest als Anbieter vielleicht als sicher anbieten, nein, selbst dann nicht oder so, aber meistens bringst du eine Sicherheitslücke über Plugins und über Erweiterungen rein. Über die, um die kommst du halt meistens nicht dran. Und da wird auch sehr viel ausprobiert. Da will jemand dann einen Twitter-Button rechts oben haben und dann bekommst du aber diesen Plugin-Install-Shop präsentiert und klickst da ist mal nicht drauf, alles koscher, sage ich mal. Und das ist so eine Problematik, die sich solche CMS teilen. Da kann man Joomla nicht ausnehmen, und auch das schöne Drupal nicht. Aber ich möchte noch mal eine Bresche für das Pfuschen schlagen. mein Vorbereitungsaufwand war 10 Minuten vor einmal installiert, gesehen, es geht grundsätzlich. Dann habe ich geredet mit den Leuten, habe das Interesse, soll man was machen, weil eigentlich war angekündigt, dass andere über so Static Site Generator reden. Der Eder Peppe, glaube ich, der hat dann auch teilweise was vorbereitet gehabt, aber ist dann immer irgendwie wirklich zum Reden gekommen. Und ich habe mal geschwind vorher noch was zusammengeklickt, weil das halt auch Flatter integriert und dieses, du kannst diese Discuss Sachen integrieren, das hat alles zu Hause bei mir noch nicht funktioniert. Das Schöne war dann, bei der Demonstration hat es dann funktioniert, weil mittlerweile haben die Services dann funktioniert. Also das braucht alles eine Zeit, bis das dann
bis das dann aktiv ist. Und so war das jetzt mein erster Vortrag, bei dem ich länger geredet habe, als ich eigentlich Vorbereitungszeit hatte. Und ich bin also jetzt absolut für Improvisieren. Sehr gut. Wir ziehen dich auf unser Niveau herunter, Steffen. Was ich übrigens ganz gerne noch anmerken wollte, das wollte ich am Samstag nicht anmerken, weil dann hält die Diskussion, glaube ich, noch größer vor. Aber du hast, wenn du bei irgendeinem Fremdhoster ein WordPress klickst, dann hast du zumindest die Sicherheit, dass dir dein Fremdhoster, wenn irgendwas schief geht, wenn auch gegen Gebühr, das wieder repariert. Ne? Also Nein. Das ja, naja, kommt auf den Hoster an. Kommt auf den Hoster an. Aber da musst du halt einen Hoster aussuchen. Ja, aber zumindest hast du, also ich denke, wenn du jetzt sagst, irgendwie WordPress ist unsicher oder was weiß ich, oder du darfst nicht irgendwo beim Fremdhoster hosten. Oder auch so. Nicht bei sich selbst. Wenn es da sicher ist. Oder ja. überhaupt nichts ist irgendwie sicher, aber du schreckst ja bloß die Leute ab davon, dass sie irgendwas machen. Es gibt sehr wohl Alternativen, aber das sind nur wenige. Du kannst WordPress dir bei WordPress.com hosten lassen. Die schauen, dass das Zeug aktuell ist. Also es gibt schon Wege, aber es ist halt nicht der 4 Euro kostet dann, sondern es kostet dann ein bisschen mehr. Ja, aber ich würde jetzt nicht sagen, das soll man generell nicht machen, weil es gibt so viele Leute, die haben interessante Sachen zu senden und die schreckst du ja bloß ab, wenn du dann sagst, das ist nicht gefährlich. Das ist so eine generelle Problematik, wenn man über Software jeglicher Art sagt, dass irgendwie man sagt, man verwendet Software, Websache XY und dann gibt es immer jemanden oder einige, die dann sagen, oh Gott, wie kannst du nur? Und die mit einem total entsetzten Blick anschauen, das ist selber, total erschüttert sind. Das ist genauso, wenn wir sagen, wir nehmen mit dem Zoom auf. Ne? Oh Gott. Wieso? Der Zoom ist ein gutes Gerät. Das darf man jetzt nicht einfach schlecht machen. Und sein Ding machen. Und, ja, wie gesagt, ich muss noch einmal wetten. Ich habe eine Woche einen neuen Job übernommen gehabt in einer Mittelschule. Flattert uns ein Brief eines Rechtsanwalts ins Haus, Rechtsanwalt eines deutschen Hotels. Wir sollen doch gefälligst dafür sorgen, dass unser Server wieder sicher ist, weil gerade die Hotel-Webseite von der IP-Adresse der Schule gehackt worden ist, und zwar von der externen Adresse wirklich des Webservers. Hintergrund war, wir haben die Sachen dann recherchiert, da war frisch kurz vorher ein Linux-Server installiert, der nicht gepatcht war, und über das SSH ist ein, haben wir dann nachgeschaut im Log, es war eh alles noch schön zu finden, aus Weißrussland, der Login gewesen, die den Rechner dann übernommen haben und von dort dann die deutsche Hotelseite gehackt haben. Wenn man mal in so einer Situation ist, dann ist man ab dem Zeitpunkt sicherheitsmäßig einfach vorsichtiger. Weil das wird sehr schnell auch teurer, wenn man dann auf Verdienstausgang geklagt wird. Und man haftet einfach dann auch wirklich für die Sache. Das ist nicht so ohne. Ja, das ist aber gerade aus meiner Perspektive, wo ich jetzt sage, ich könnte mit meinem Wissen und mit meinen Fähigkeiten, würde ich, wenn ich es selber hoste, nicht garantieren können, dass es sicher ist. Aber wenn ich zu irgendeinem Hoster gehe, wo ich sage, der bietet mir den Service, dass er sich um die Sicherheit kümmert, dann ist es doch vernünftiger, dass ich dahin gehe, als dass ich selber irgendeinen Pfusch mache. Aber die meisten Leute lesen nicht genau, was in den Vertragsbedingungen steht. Ja, und die 4,90 Euro Hoster sind nicht die, die sich darum kümmern. Ja, das ist, glaube ich, überhaupt eine valide Bahnstein. Schaut sich an, wo ihr Zeug hostet. Ja. Und es gibt wirklich sehr viel. Ich habe schon viele Webinterfaces gesehen von verschiedensten Hostern. Und es ist wirklich teilweise auch nicht schön, was sich aufspielt. Hau auf und sich informieren. An dieser Stelle, weil ja dort auch beim Treffen sehr viele noch nicht Podcaster waren, die gerne Podcast hören und wahrscheinlich auch schon überlegen, einen Podcast zu machen, aber einfach noch nicht dazugekommen sind, um die jetzt nicht total zu vergraulen. Wenn man einfach jetzt keine großen Ansprüche hat an die Optik und an das Design, sondern einfach nur seine eigenen Soundfiles online bringen will, ist einfach nichts einfacher als bei CBA einen Account aufzumachen. Und dort die raufstellen. Also meine Mutter hat zum Beispiel einen Kirchenchor, der ihre Sachen durch dort rauf, weil das ist den Chorleuten wurscht, wie jetzt die Seite genau ausschaut. Denen geht es darum, dass sie gut gefunden wird und das einfach zu bedienen ist und das nichts kostet. Und genau das bietet das. Erzähl, was ist CBA? CBA ist dieses Cultural Broadcast Archiv, wo der eine den Vortrag gehalten hat. Der mit dem Dauerplay. Und da kannst du jetzt, ich weiß nicht, was die Bedingung ist, also du kannst da die Lizenz aussuchen von dem, was du raufladst. Und du kannst auch Fotos dazu raufladen und auch einen Text machen. Das ist alles halt ein komplettes Webinterface, das du ohne irgendeine Programmierkenntnis bedienen kannst. Das hosten die und das war's. Ich glaube, du darfst halt keine Musik raufladen, an der du nicht selber die Rechte hast. Aber das versteht sich eh von selbst eigentlich. Wenn man es weiß, ja. Gut. Ja. Aber gut, dass du es nochmal sagst. Also einfach cba.fro.at und ich finde, die machen das wirklich das ganz nett. Vielleicht sollten wir auch wieder unsere...
Ja, wir waren ja dort schon. Es hat dann irgendwelche Probleme gehabt, genau, ja. Weil wir ja doch Werbung machen für den Jörg und so. Und das war, da habe ich dann extra gefragt mit den Bedingungen und da war ihnen das selber dann nicht mehr ganz geheuer, weil das halt gedacht ist als kulturell Broadcast-Archiv, aber nicht als kommerzielle Plattform. Okay. Das ist auch der Grund, warum wir als Biertaucher nicht mehr dort sind. Ich möchte nochmal auf das eingehen, wie du vorher gesagt hast, wenn es keine Alternative gibt oder die Leute nichts tun können. Ich glaube, es wird bald diese Alternativen geben über die Static Site Generator, wenn die einfacher zu bedienen sind. Ja. Mhm. Ja. Daran muss man arbeiten und da muss man vielleicht auch Leute schulen. Und um in die Richtung weiterzugehen, werden wir es wahrscheinlich so machen bei dem Easter Hack. Haben wir uns jetzt schon ein bisschen abgesprochen, die Melanie Bartosch und der Daniel Messner sind ja auch dort und die haben mich gefragt, ob wir nicht in die Richtung vielleicht was machen dort am Easter Hack, dass wir wieder ein bisschen was über Static Site Generator für Podcasting reden und bis dahin wird das Octopod auch ein bisschen weiter und besser sein, als es bisher kann. Also ich habe in die Richtung vor, da ein bisschen weiter aktiv zu sein. Finde ich ganz toll, weil den Gedanken an sich finde ich ja super. Nur das war natürlich, als du deinen Doktor gehalten hast, da haben wir erstmal gedacht, ja, das ist in der Theorie schön, aber ich habe keine Chance, das umzusetzen. Ne? Sonst auch bei Spielen programmieren einen Kurs buchen für Static Sites. Okay. Kann man auch machen. Was hat es noch für Vorträge gegeben? Ja, da war vom Horst Jens waren noch zwei kleine, also ein Minitalk und ein Diskussionseinwurf. Genau, und der Diskussionseinwurf war nur, weil ich halt gemerkt habe, dass viele so gesagt haben, ja, wir kommen mal bei euch Biertauchern zum Gast und so, also das haben schon einige gesagt. Und dann habe ich vorgeschlagen, also vielleicht, dass man das irgendwie in dem Send geht oder woanders ein Thread aufmacht, bin Gast, suche Podcast oder bin Podcast, suche Gast. Ich habe jetzt 10 bei Sendgate, dieser deutschen, nicht wirklich Forum, aber Forum ausschauende Seite, gibt so Threads schon. Also man kann einfach posten. Aber vielleicht kann man da österreichische Version auch noch einbauen. Einfach lokal, dass wenn jemand sozusagen professionell, wie zum Beispiel der Gregor Rutner, der bei uns war, der über Theater erzählt hat, der hat sich vorgestellt, ich bin professioneller Podcast-Gast. Was ich einfach cool finde, weil das ist eigentlich die billigste Version. Du hast die beste Reichweite, du bist in vielen verschiedenen Podcasts zu Gast, erzählst dort deine Sachen, was du an den Mann bringen willst und sparst dir das selber, den Podcast zu machen und Equipment zu kaufen. Den schreiben wir gleich im Sender, geht. Ich habe noch ein Theaterstück, mit dem ich reden möchte mit dir. Also das war das eine und das andere war mein Vorschlag, wo ich euch immer quäle, nach der Sendung den Teaser aufzunehmen, dass man halt die Podcasts gegenseitig die Teaser austauschen. Ja, also ich habe Applaus gekriegt, also ich glaube, die Message ist angekommen und ich habe es auch im Sendgate jetzt gepostet. So typisch deutsch, die haben mir dann erklärt, ein Teaser, darunter verstehen sie schon, also wenn da so kleine Audioausschnitte drinnen sind. Und im Forum ist da eine richtig positive Diskussion nachzustarten. Ja, aber es war okay, ich habe mich belehren lassen, man kann einen Teaser natürlich wesentlich attraktiver machen, als ich mir das vorstelle. Also unsere Teaser wurden benörgelt, wie da sagt ja nur einer, dass man sich den Podcast anhören soll, oder das ist ja nur eine Zusammenfassung, aber ich meine, genau das ist für mich oder für uns produktionstechnisch drin, nach 2 Stunden Sendung. Der Vorschlag von dem Artikel war, rauszuschneiden, eine kurze, interessante Stelle, 2 Minuten Sequenz und die als Teaser. Also richtig wie ein Kinotrailer aus dem Original. Das ist eine Seite von, war das von den WikiGeeks ursprünglich angestoßen, die Podperle? Ja, das waren die WikiGeeks. Podperlen wurde mal gesagt und Podfolk. Wieso haben die haben, oder? Die haben keine zweiten mehr. Ja, ich habe geschaut, Pod hat sowas, sie sind nur noch 3. Die hatten doch noch sowas, wo sie dann direkt Podcasts vorgestellt haben. Ja, Pod gibt es die Seite. Die Seite ist noch online, aber sie ist seit 2 Jahren nichts da. Ja, das war ganz kurz. 40 Sekunden. Ich war nur so wirklich ein Zitat. Und die haben... Sagen, die hast ja du verlinkt gehabt, glaube ich. Die habe ich verlinkt, aber da ist seit einem Jahr nichts los auf der Seite. Also dürften keine Zeit haben. 3 Jahre nichts mehr. Oder, ja. Also die Idee haben die aber praktisch auch gehabt. Und meine Idee ist einfach nur, dass man wirklich eine ganz kleine Werbung entweder für den Podcast oder für die Episode macht und die gegenseitig bei den Podcasts austauscht. Mhm. Also weil du ja oft von Podcasts erzählt und ich habe auch mit Daniel jetzt geredet über seinen Zeitsprung-Podcast. Und da... Also hoffe ich, dass wir demnächst Teaser austauschen werden. Und er hat auch mir gesagt, das braucht gar nicht so kompliziert sein. Und wir haben inzwischen schon im Meetup-Forum und im Sendegate gibt es Threads. Einer hat sich Gedanken gemacht, wie man das dann in den XML-Feed einbaut, die Teaser. Also das wäre auch möglich. Kann ich auch die Geschichte dazu erzählen? Ja, kannst du da was sagen? Wir sind dann nachher noch zusammengesessen beim Inder ums Eck. Noch ein paar Minuten, so bis uns dort rausgehauen haben. Also war es hübsch. Ja, das war sehr nett.
Da haben wir uns auch diesen Cinema 6, von dem ich zuerst kurz erzählt habe, angeschaut. Also das ist auch so ein Audiorekorder, allerdings ein bisschen ein wuchtigeres Modell, als das wir am Tisch stehen haben. Und das juckt mich gerade ein bisschen zur Zeit, wieder mal vielleicht auch aufs Konto zu greifen. Und möchtest du Hardware kaufen? Ja, könnte sein. Und wenn schon, dann auch gleich Headsets dazu. Ah, weil, ja. Wisst ihr, wie das ist mit der Hardware? Ja, so. Mit dem niveaulosen Herum-Podcasten. Aber eigentlich haben wir darüber diskutiert, dann über deinen Vorschlag und so. Mhm. Und sagt er drauf, ja, das müsste man ja eigentlich in einen Feed einbauen, woraufhin ich gemeint habe, ja, man könnte auch einfach nur ein Extra-Feed machen. Ja, und was ist da jetzt der Unterschied? Also den Extra-Feed kapiere ich, dann habe ich sozusagen einen Podcast-Feed und einen Teaser-Feed. Aber man könnte es auch in den eigentlichen Feed einbauen. Und was würde das bringen? Wird das nicht komplett die ganzen Podcatcher zusammenhauen? Podcatcher, die den Tag nicht kennen, ja, werden ihn wohlgeflissentlich ignorieren. Podcatcher, die ihn kennen würden, könnten ihn interpretieren. Aber es gibt derzeit noch keine Podcatcher, die ihn kennen. Aber es gibt keinen. Da heißt, muss man mal einen Standard vorschlagen und das ist was wir gemacht haben. Ah, okay. Also da habt ihr wirklich sehr weit an die Zukunft gedacht. Dass es dann Podcatcher gibt, die sagen, es ist jetzt Biertaucher 400 heraus und das ist der Teaser und das ist der Podcast. Genau. Und du hättest dann am, könntest dann Podcatcher sagen, ich will nur den Teaser hören oder ich will alles hören. Ich will nur mal den Teaser hören. Warum kann Chef man nicht einfach den Teaser einbauen und eine Kapitelmarke machen, so für den Anfang? Also ich meine, wenn ich mir dann 70 Megabyte runterladen muss, statt einmal. Ja, verstehe. Das kann für ein mobiles Gerät interessant sein. Und auch viel schneller, nicht? Dann könnte man wieder sagen, naja, kann man nicht denn nur streamen vielleicht? Das wäre natürlich auch eine Variante, wenn es am Anfang. Und da haben wir immer auch diskutiert. Wir haben innerhalb von 2 Minuten 2 oder 3 Standards gehabt und der hat gesagt, ja, ich werde meinen veröffentlichen, ich bin der Erste. Und also der hat jetzt Twitter geschickt, wenn er auf dem Sender geht. Hat er jetzt veröffentlicht. Bam! Jetzt gibt er seinen Standard. So, und ich habe jetzt aber leider nicht aufgepasst, wer? Verliert einfach im Sender geht. Auf Twitter Standard. Biertaucher.at folgen auf Twitter. Dort ist es retweetet worden von demjenigen, der vorgeschlagen hat. Und ich habe den Namen vergessen. Wir werden es in die Shownotes schreiben. Aber ich fand es eine lustige Idee. Ja, cool. Freut mich, dass wir meine Ideen diskutiert haben. Also stundenlang noch diskutiert haben über deine. War schon gar nicht mehr da. Du warst da gar nicht mehr dabei. Ich war alleine dabei. Bin dann heimgegangen, ja. Na, aber es war ein sehr nettes Treffen, muss ich nur sagen. Kann sehr empfehlen. Sehr nette Leute kennengelernt. Mhm. Einfach so. Und man hat ja in die Küche gehen können vom MetaLab oder ein Bier trinken und so. Wirklich sehr, sehr nett. Nur der Gregor hat sehr gefehlt. Das ist schon das zweite Mal. Ich schäme mich nie. Das ist das zweite Mal. Ich freue mich sehr mit dir und für dich, dass die Erfahrung, die du dort das erste Mal gemacht hast, eine so positive war, weil ich von vielen Leuten, unter anderem auch von mir selber, es erlebt habe, dass das am Anfang nicht immer so ist. Also das ist. Da wird auch jetzt mittlerweile wieder ziemlich dran gearbeitet. Also da gab es letztens mal den Slogan, lasst uns das MetaLab wieder so machen, wie es mal war oder so. Also da, bitte? Weiß ich nichts davon. Ja, also sie versuchen wieder, es so zu machen, dass solche Erfahrungen, wie du gemacht hast, beim ersten Mal sozusagen default-mäßig rauskommen. Okay. Noob-friendly. Bitte? Noob-friendly, oder? Ja, also, ja, absolut. Ich weiß. Weil man will ja neue Leute auch anziehen, ne? Weil man will ja niemanden verscheuchen jetzt als MetaLab als Ganzes. Also bei mir war es so, ich wusste vom MetaLab, weil ich wusste, dass man da löten kann. Ich habe was zu löten, aber keine Ausrüstung daheim. Und deswegen wollte ich eigentlich schon mal da hingehen und bin dann aber doch nicht hin, weil man dachte, ich bin da völlig fremd und lauter Nerd und ich dann. Und so war es aber dann so, dass ich ja wusste, ich kenne Leute und es geht um ein Thema, wo ich mich zumindest ein bisschen auskenne und so. Und das war natürlich für mich auch sehr, sehr entspanntes erstes Mal ankommen. Da. Und auch dieses Podcasting-Meetup war ja ein sehr entspanntes Meetup. Cool. Also das möchte ich schon, muss ich schon zugeben, das klingt jetzt so, als wollte ich es nicht. Dass egal, wer da jetzt wie Profi war, es war jedes Stimme gehört. Ja, und alle auf Augenhöhe, eigentlich. Sehr angenehm. Kleine Anmerkung. Also großes Lob an Daniel Messner und an Melanie Bartosch. Ich finde, die haben das auch super gemacht. Ja. Und eine kleine Anmerkung, weil ich das irritierend und lustig gleichzeitig fand. Ich bin verschiedene Male nach Visitenkarten gefragt worden. Es ist so, ich habe irgendwann in Deutschland keine mehr drucken lassen, weil kein Mensch mehr Visitenkarten wollte. Und hier passiert es mal alle in Auslagen, dass irgendwer Kärtchen mit mir austauschen möchte. Nein, ich finde es aber super, weil ich finde dieses, sich die Nummer ins Handy reinschreiben, während man sich unterhält, also was man so in Deutschland so macht, irgendwie dann das Telefon rausziehen und tippen und sich vertippen und so. Ich finde es so umständlich. Ich finde es mit den Kärtchen, ich finde es toll. Ich werde mir jetzt mit Freude wieder neue machen lassen. Du kriegst auch in diesem
diesen Schlosser- und Stempelgeschäften so einen Stempel mit einer Telefonnummer, da kannst du den anderen dann so auf den Unterarm stempeln, dann hat er in der Früh hat er dann die Telefonnummer, wenn er sich die Hände wäscht und ruft dich an. Naja, ich weiß es jetzt auch nicht, also irgendwie nein, ich finde es schön. Habt ihr das nie gemacht? Ja, genau, ja. Einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ruf mich doch an. Na, als Kind hatte ich einen Stempel mit meinem Namen und meine Schwester hat den Stempel mit ihrem Namen. Dann haben wir uns mit Bücher gestempelt, weil dann haben wir uns nicht drüber gestritten. So. Du hast Visitenkarten, Dennis. Ja, ich habe Visitenkarten. Ich habe mir gedacht, dann hole ich sie mal raus. Ich muss ein Beweisfoto machen. Oh, das ist ein künstlerischen Artefakt. Ein QR-Code, der sich in eine Punktewolke. Naja, ich glaube nicht, ich würde nicht so gern die E-Mail-Adresse, wobei die ist wurscht, die benutze ich. Dennis, die steht in jeder Shownote. Das ist schon zu spät. Halt jetzt, wie ihr hört, wir achten sehr auf. Na, Moment mal, da musst du den QR-Code auch so halten. Mach das nochmal so ehrlich. Jetzt nicht auf den Namen zu halten. Na, Bastio. Wie macht man das, dass das nicht? Okay. Hm? Ach, du, wenn der QR-Code. Oh, jetzt will ich ja noch digitalisieren. Und auch Foto vom Horst. Also, von dir auch. Ja, von genau. Mir auch ja mit drauf. Genau. Genau. QR-Code auf die Stirn drucken. Passt. Da bin ich schon lang dafür. Aber. Am Schluss haben wir dann noch über den Studio Link oder das Studio Link diskutiert. Kennt ihr das? Was ist das Studio Link? Sagt mir nichts. Das ist eigentlich ein Hardware-Device, aber es ist auch eine Software. Initiiert ist das Ganze vom Tim Pritlove, der gelästert hat, wie er so gern auf seinen Podcast über Dinge lästert, wie das denn sein kann. Jetzt gibt es diese tollen Codecs und dann gibt es ja eigentlich auch Voice-over-IP und so weiter, aber es gibt für Podcasting nichts Gescheites, um Double Ender aufzunehmen. Also Double Ender ist, wenn Leute auf unterschiedlichen Locations sitzen. Mhm. Die Idee, dass man lokal aufnimmt, jeder nimmt sein Signal lokal auf und am Schluss führt man das dann zusammen und mischt das dann zusammen. Das kann man mit Skype halbwegs brauchbar machen. Aber so aufregend ist die Qualität da auch nicht und das ist wieder ein proprietärer Service und so weiter und so fort. Das müsste doch mit freien Standards eigentlich auch jetzt alles schon gehen und am liebsten hätte er das so quasi so ein Convenience-Device, dass man sich hinstellt, anstöpselt ans Netzwerk, da drückst du auf den Button und ab dem Zeitpunkt nimmt er auf. Ein One-Button-Make-It-All-Magic. Ein One-Button. Also wenn du jemanden interviewen willst auf deinem Podcast, du sag mal, bist tech-affin, du kommst mit der Software klar, du nimmst in irgendeiner so einer Digital-Audio-Workstation oder wie das Zeug heißt, auf. Alles prima. Aber der am anderen Ende ist vielleicht nicht so tech-savvy, dann schickst du ihm vorher per Post ein Device, der stöpselt das bei sich ins LAN und kann dann von dir machst halt einen Termin für einen aus, du rufst dann darüber an, der drückt drauf und das wird aufgenommen in guter Audioqualität. Das ist so die also Grundidee. Und Voice-over-IP und alles, also eigentlich Skype sozusagen. Und Multi-Channel, das heißt beliebig viele oder zumindest einmal 5-6 Leute, die so bei einem Podcast sind und das Ganze noch mit guten Audio-Codecs, also da ist dieser Opus-Codec, der kann da dafür. Und das soll ja von der Audioqualität noch besser sein als alles, was man sich sonst vorstellen kann. Wie auch immer, das Ganze auch noch möglichst mit einem Webinterface nur bedienbar, sodass man wirklich keinerlei Technik vorher können muss, sodass man das einfach als Kastel daneben am Tisch stehen hat. Und dieses Kastel daneben heißt jetzt Studio Link. Das Projekt hat früher mal anders geheißen, reden wir gar nicht drüber, weil danach kann man es dann finden, also studio-link.de. Bisher ist es in dem Stadium, dass es ein Gerät gibt oder 10 Stück von den Geräten gibt, aber es gibt noch nicht so die Menge, dass es verkauft wird in großer Stückzahl, aber man kann sich auf der Webseite mal registrieren, vorregistrieren unverbindlich, damit der Entwickler dahinter eine Größenordnung kriegt, ein Gefühl kriegt, wie viel Hardware-Devices er denn assemblen muss. Wirklich selber assemblen, denn im Prinzip ist das Ganze ein Bibibom Black, von dem du schon einige Male hier erzählt hast, weil der eben ganz gut ist von der Hardware geeignet dafür, im Gegensatz zu den alten, also das Projekt ist so ungefähr 2 Jahre alt, da wäre der Konkurrent, mit dem er am Anfang probiert hat, der Raspberry Pi der erste gewesen, mit dem bekannten Dilemma, dass das USB halt alles mögliche, also das Interface ist USB und Netzwerk auf einmal, das heißt, man kriegt dann im Endeffekt Probleme über dieses eine Interface, geht nicht genug drüber. Das ist beim BeagleBone Black nicht der Fall, die sind dort sauber getrennt.
Das Device gibt es auch in ausreichender Stückzahl, wird es auch noch produziert und so. Es ist also nicht so ein Urexoten-Ding, wo man dann vielleicht die Angst haben muss, dass man es nicht mehr kriegt. Und es gibt mittlerweile auch ein Gehäuse dafür, in größerer Stückzahl verfügbar. Also damit hat er mal eine Hardware gehabt, die stabil funktioniert. Und dann hat er, wenn ich mich richtig erinnere, auf einer Arch-Distribution für den Beagleboom Black, kann es sein, dass das gibt, drauf entwickelt, Software eben, die diese Voice-over-IP-Geschichte zusammenbringt und eben auch einen kleinen Webserver drauf, damit man das Ding per Webserver bedienen kann. Außen hat das Ding noch eine mechanische Taste, dass man sozusagen sagen kann, ein jetzt aufnehmen, das ist so die Dummy-Lösung. Und damit sich die alle miteinander finden, hat er noch einen Webservice geschrieben, sodass die Geräte telefonieren sozusagen alle einmal zuerst nach Hause. Technik dahinter sind diese Stun-and-Turn-Server, wie das man sagt. Also das ist im Prinzip so eine Art Vermittlungsrechner, damit die Geräte, die jetzt miteinander reden sollen, einander finden. Mhm. Und ab dann werden die Daten nicht mehr über diesen Server übertragen, sondern reden auf direktem Weg durchs Internet miteinander. Das funktioniert auch, wenn alle hinter NAT sind. Dafür ist allerdings auch dann Stun wieder nötig. Genau. Ja. Du brauchst also zuerst einmal einen Stun-Server und dann... Ja. Das heißt, es geht doch im Endeffekt über den Server. Nicht das Audio selber geht nicht drüber, nur die Verbindungsinformation. Wenn, sobald Stun, also Stun ist ja UDP über TCP im Endeffekt und zwei hinter NAT können miteinander nicht kommunizieren, weil UDP geht nicht über NAT. Sie können einander nicht finden, sie können dann schon miteinander kommunizieren, wenn sie die jeweiligen Ports kennen, auf die sie kurz geschlossen werden quasi. Ja, okay, dann braucht man aber keinen Stun. Stun ist nämlich dazu da, es gibt einen Stun-Server im Internet und du bist der Client und du sagst dann einfach nur per TCP hier, hallo, ich möchte gerade Stun benutzen und der öffnet für dich dann einen UDP-Port und jeder kann sich per UDP an diesen verbinden, um mit dir zu reden. Das geht dann über TCP, das ist Stun. Du brauchst ihn vorher zum Ausmachen, wer alles miteinander reden soll. Das ist aber unabhängig von Stun, das funktioniert... Es ging ja auch mit anderen Technologien, ja. Aber es ist da eben einfach lösbar, also das ist über diese WebRTC-Geschichten und dann fährt man da drin das Audio-Protokoll Opus. Das ist die Idee. Ja. So, das Ding kriegt man noch nicht. Aber was man schon kriegt, sind die Plugins. Also der hat das nicht nur als Hardware-Lösung implementiert, mit Software drauf installiert, sondern du kannst die Software, die im Client auch runterladen und selber installieren in mehreren Formaten. Es gibt ihn als, heißt das VST-Plugin für diese Windows-Audio-Workstations. Also VST ist so ein allgemeiner, so wie es weit ist, verstanden. VST ist von Steinbau. Aber ja, das findet man in mehreren Audio-Software. Dann gibt es eine Variante auch für Apple, da gibt es irgendwie ein nativeres Format, da installiert man es quasi ins Betriebssystem rein, dann hat man so ein Audio-Plugin, was von jeder Software angesteuert werden kann. Und für Linux gibt es sowas auch, da heißt der Standard LV2. Mhm. Und jetzt wollte ich das Zeug ausprobieren. Dafür braucht man unter... Ich bin ein Linuxer, das heißt, ich brauche eine Linux-Audio-Workstation, die LV2 kann. Und wir kommen zu Ubuntu Studio. Und außerdem, also damit kommen wir zur Ardour. Und das Ardour, das ist so die, soweit ich weiß, die größte Linux-Audio-Workstation. Das ist sehr traditionsreich. Macht Spaß, wenn man vorher noch nie damit gearbeitet hat. Das ist so, wie das erste Mal mit Photoshop arbeiten. So ungefähr. Schlimmer. Nur halt. Schlimmer. Ja. Entschuldigung, jetzt nur eine Frage. Warum brauche ich ein eigenes Kasterl für das Ganze? Ich habe ja einen wesentlich leistungsstärkeren Computer. Warum kann ich auf dem nicht einfach eine Software einspielen, die das macht? Kannst du, wenn du das kannst. Achso, das ist nur das Kasterl ist nur, damit der nichts installieren muss. Genau. Erstens okay. Das und zweitens, du garantierst, dass die Software unter gewissen Bedingungen genauso auf dieser Hardware läuft. Weil die Software-Hardware-Kombination fix ist. Genau. Weil das ist ja bei Audio oft das Problem. Ja, ja. Da spielt was nicht zusammen. Da hat er die Soundkarte schlecht und den Treiber. Okay, ich verstehe. Jetzt noch kritischer, du musst auch gewisse Latenz garantieren, sonst hast du Aussetzer. Das heißt, du müsstest garantieren können, dass die Software, die du da installierst, auch die Latenzkriterien erfüllt. Das heißt, es muss auch mit ausreichend hoher Systempriorität laufen und tendenziell brauchst du auch einen Linux-Kernel, der... Und nicht, dass der daneben Word aufmacht und sein Windows sagt, dann... Darum ist das hübsch, wenn das ein Standalone-Device ist, was keinerlei Ressourcen-Sharing macht, außerhalb das Netzwerk, weil das Netzwerk brauchen wir. Und du kannst das wirklich in eine Box packen, jemanden schicken und sagen, er soll es an seinem WLAN anschließen. Wie gesagt, die Box gibt es noch nicht. So, jetzt wollte ich eben dieses Ava installieren in der letzten Version. Das habe ich auf Ubuntu probiert, hat nicht so wirklich funktioniert.
haben gedacht, naja, gehst gleich den gescheiten Weg, machst da ein eigenes Betriebssystem dafür, seine eigene Installation. Und nächster radikaler Schritt, nachdem ich gerade keine eigene Festplatte dafür Platz hatte, ich wollte sowieso was anderes mal ausprobieren, mittlerweile gibt es halbwegs brauchbar schnelle USB-Sticks. Ich habe mir einen neuen, schnellen USB-Stick gekauft, so einen, jetzt mache ich heute einmal Werbung, weil er funktioniert, das ist bei USB-Sticks bei mir auch irgendwie nicht immer so, einen SanDisk, heißt das SanDisk? SanDisk? Extreme, das ist ganz witzig, das erste Mal, dass ich sehe, dass ein USB-Stick so schnell liest wie schreibt. Also, dass das Schreiben nicht relativ deutlich langsam ist. Nämlich 40 Megabyte pro Sekunde, Up und Down. Also, das ist ganz manierlich. Das sind so wie die alten Festplatten, kann man sagen. Auf dem Stick habe ich mir dann Linux installiert, sprich das Ubuntu Studio in der letzten Version, 64-Bit. Darauf ist das Arduino schon drauf. Lustigerweise ist auch Ruby da drauf, sage ich dem Dennis, der neben mir sitzt. In einer halbwegs aktuellen Version sogar, Ruby 2.1. Die beiden grinsen jetzt wie Katzen. Ja, ja. Natürlich nicht in einer sicheren Version, aber wenigstens halbwegs aktuell. Ja, das sind so Randbemerkungen. Aber das Arduino ist eben drauf. Und in diesem Arduino, was tut das Arduino jetzt? Mit dem kann ich Sounds mischen? Oder? Ja, auch. Es ist eine Audio Workstation, also das ist ein Multi-Channel Recording und Editing Device. Du kennst wahrscheinlich unter Linux eher, ja, jetzt fällt Audacity, genau, der Name nicht ein, aber es ist halt deutlich wuchtiger als Audacity. Okay, Audacity mit mehreren Kanälen und mehr Möglichkeiten. Ja. Und ich habe den Eindruck, dass es von der Denke oder vom Aufbau her für Musikmischen gemacht ist. Ist absolut. Es, ist es, okay. Aber das ist Audacity, würde ich sagen. Also, das sage ich ja auch nur gefühlterweise ohne Expertise. Aber ich, also, manchmal hänge ich an Sachen, wo ich mir denke, das würde ich jetzt, wenn ich Stimme schneide, würde ich es nicht machen. Du hast so richtige Schienen, Audioschienen, auf denen du Sachen koppeln kannst. Du hast Filterketten, in denen du agieren kannst. Ich glaube, das kann Audacity nicht, wenn ich dich erinnere. Du kannst, glaube ich, nur... Was sind Ketten? Indem du es durch einen Filter und dann in der Kette durch den nächsten Filter und wieder durch den nächsten Filter. Bei Audacity jagst du das Ganze durch einen Filter, hast du anschließend eine neue Datei im Endeffekt und dann jagst du es nochmal. Und hier die Filter werden alle sofort angewendet. Und hier ist das in Echtzeit, jetzt beim Arduino. Okay, das wird erst angewendet, wenn man es abspielt. Ja, das ist eben das, was wir vorher besprochen haben, dass das eher von dieser Musikmacher-Denke herkommt. Das ist ein Soundmacher-Ding, das war irgendwie so vom. Das ist die Abbildung eines Hardware-Devices, also der Filter als Kastel, und man kann mehrere Kasten hintereinander schalten und dann wird das so durchgereicht. Aber selbst in der Hinterbandkontrolle hörst du schon. Und das ist wirklich sauschnell. Also die Latenz von dem Zeug ist echt niedrig. Also das ist was ziemlich beeindruckend. Das ist im ersten Moment fast überraschend, wie schnell du dein eigenes Audiosignal verzerrt wieder hören kannst bei dem Zeug. Also diese Low-Latency-Kernel, die können schon was. Das war ganz nett zu sehen dabei. Ne? Und ich habe das Plugin dann installiert, also das kann eben LV2-Plugins, es kann auch VST-Plugins, habe ich dann im Nachhinein gesehen, also ich hätte auch dieses Windows-Plugin versuchen können, habe ich bisher nicht gemacht. Ich habe es nicht so wirklich zum Laufen gebracht, wobei ich nicht ganz sicher bin, wie weit ich es nicht zum Laufen gebracht habe, weil ich ein paar merkwürdige Effekte dabei habe. Also wenn es irgendwo in der Zuhörerschaft jemanden gibt, der sich mit dem Jack-Audio-Server auskennt, weil der wird hin und wieder, da werden das Ding auch verwendet, aber nicht immer, wird nämlich scheinbar nur on-demand gestartet, was sich dann so äußert, dass wenn man ein YouTube-Video dann abspielen will im Browser, dann spielt das nicht ab, sondern bleibt stehen, bis man das Audio wieder zumacht. Also richtig. Da scheint so richtige Dominanz drüber zu geben. Ja, das liegt aber nicht an Jack oder sonst was, sondern an deiner Soundkarte und daran, dass die heutigen Soundkarten fast alle nur noch Single-Threading beherrschen. Das heißt also, ein Audiosignal mehr nicht. Das heißt, sollte man eine gescheite Soundkarte vielleicht kaufen, noch als nächstes für mich. Genau, richtig. Ich habe zu Hause extra für diesen Zweck eine Soundblaster 64 oder, Live 1024 ist das, genau. Weil die kann mehrere Audiosignale gleichzeitig handeln und mischen und allem drum und dran. Und da kann ich einen Jack-Audio-Server und gleichzeitig die Programme laufen lassen, ohne dass die sich in die Quere kommen, weil das kann die Soundkarte alles gleichzeitig. Aber ich glaube, das ist bei mir das Problem. Ja. Ich sehe es soweit, also das ist ein recht merkwürdiges Interface, mit dem man dann arbeitet, weil in dem Moment, wo man anfängt zu aufnehmen, geht ein Web
Browser auf, der auf den Webserver zugreift, den das Studio-Link im Hintergrund startet. So. Dort gibt man dann ein, mit wem man sich verbinden will. Diese Verbindung ist über SIP-Protokoll, das heißt, man gibt die Remote-SIP-Adresse ein. Ah, das wird über SIP gemacht. Das wird über SIP gemacht. Dann macht er die Verbindung dorthin auf. Das sehe ich noch, wie er die Verbindung aufmacht. Ich sehe auch meinen Mikrofonpegel ausschlagen. Aber auch wenn ich da gibt es diese diverse SIP-Demo-Nummern, wo man dann nur Echo kriegt oder Zeit oder Musik oder sowas. Ja. Ich kriege nie von denen dann das Audiosignal zurück. Während wenn ich es mit einem Ekliga-Smartphone, also so einem Softphone mache, dann kriege ich es zurück. Ja. Woraus ich schließe, dass ich wahrscheinlich Probleme mit der Soundkarte jetzt dann habe. Ja. Also, was Jack und solche Audio-Server, Konkurrent ist ja Pulse Audio und Pulse Audio verbraucht ja ziemlich viel CPU-Leistung. Deswegen habe ich mir gedacht, nee, ich schmeiß Pulse Audio endlich raus, das ist ein Schaß, und ersetze es durch Jack. Man kann Arthur auch sagen, Jack nicht verwenden, sondern nur Alsa verwenden. Ja, hat aber nichts im Verhalten geändert. Also ja, ob jetzt Arthur oder Jack auf die Audio-Soundkarte zugreift, ist wurscht. Ja, man muss im Prinzip im Endeffekt über Pulse Audio gehen, weil nämlich der Browser geht auch über Pulse Audio. Das Interessante ist, der Chrome verwendet im Hintergrund Jack, aber nur intern, nicht nach außen hin. Das ist überhaupt witzig. Das heißt, Chrome hat einen eingebauten Jack-D-Server. Check diese. Ja, jeder Linux-Chrome-Browser, den ich mir so. Aus irgendwelchen Gründen ja. Das habe ich durch ein Chromebook herausgefunden. Okay, witzig, ja. Ja, ich war auch irritiert. Ob das jetzt noch immer der Fall ist und wieso, weiß ich gar nicht. Es ist mir nur mal aufgefallen. Das Problem lässt sich nur lösen, wenn man jetzt Alsa so konfiguriert, dass es grundsätzlich an Jack sendet, das Signal, und Jack wiederum dann an Alsa über ein explizites Device. Oder wenn man Jack, wenn man Alsa so konfiguriert, dass es D-Mix verwendet. Dann möchtest du auch gleichzeitig das andere, das Umgekehrte für das Aufnehmen verwenden. Also im Endeffekt läuft es nur darauf hinaus, Alsa konfigurieren. Und eigentlich reicht Alsa für alles aus. Alsa kann das alles schon. Man braucht kein Pulse Audio, man braucht keinen Jack, man braucht kein sonstiges. Das kann Alsa alles schon. Nur die Programme können nicht sauber mit Alsa umgehen zum Teil. Und man muss die entsprechend konfigurieren. Also mehr Kanal Soundkarte sozusagen, das brauchen wir. Mehr Kanal Soundkarte, damit kann also auch wunderbar umgehen. Na, ich denke, Up und Down Mixing. Ich werde eine brauchen, damit ich in beide Richtungen die Streams senden kann, die über den Browser daherkommen. Ja, da brauchst du nicht unbedingt. Also mit Alsa kannst du auch mehrere Kanäle gleichzeitig, dass mehrere Programme gleichzeitig auf die Soundkarte zugreifen. Das kann Alsa per se schon, man muss es nur konfigurieren. Ich kann da auch mal eine Anleitung zu. Ich kann das nächste Mal einen Laptop mitbringen. Ja, ja, da kann man nicht viel Zeit verbringen mit der Konfiguration des Sound-Setups. Also wenn man das ist wirklich sehr schwierig. Ja, vom Grund-Setup der Komposition, die man verwendet, die verlässt und sich mit Jack D irgendwie auseinandersetzt und so, oder anderen. Es gibt ja auch noch Jack 2 und Jack 1 und da sind schon mal grundverschieden. Und wenn es um Netzwerk geht, dann kommt man am Jack allerdings nicht mehr drumherum. Wobei ich inzwischen, was Netzwerk anbelangt, auf Pulse Audio setze, aus anderen Gründen, nicht auf Jack, weil es halt tatsächlich ein bisschen praktischer ist als Jack. Jack stützt bei mir häufig ab. So. Conclusio, die Studio-Link habe ich nicht zum Laufen gebracht, wirklich. Aber das Positive, also eine Linux-Distribution über einen USB-Stick kann man durchaus brauchbar mitarbeiten mittlerweile. Ja. Ist nicht übel. Also, echt? Ja. So zum besser als DVD. Gar kein Vergleich. Es ist deutlich langsamer als über SSD, keine Frage, aber so wie früher war, also wenn man klickt auf einen Chrome, dann braucht er 2-3 Sekunden zum Aufgehen. Das war bei Festplatten früher auch so. Das war man eigentlich auch gewohnt. Was für Datenvolumen hat der Stick? Die gibt es im beliebigen Vielfachen von 1 GB. Der, den ich gehabt habe, hat 32 und es gibt mindestens 128 auch. Und diese, also in der Geschwindigkeit. Ja, die sind alle gleich schnell, die haben alle den gleichen Controller. Mir schon ganz lang. Also die Extremes von nichts anderes. Wobei es weit von dem weg ist, was sie behaupten, dass sie können. Und ja, das natürlich. Wird wahrscheinlich auch der USB-Controller vom Notebook limitieren. Das Notebook ist auch nicht das Neueste. Das ja, es gibt mehr Kriterien, die das Ganze beschränken. Blöderweise, ja. USB 3 ist nicht USB 3.
Ja, genau. Die Geschwindigkeit hat damit nichts zu tun, sondern da muss man auch darauf achten, dass es Superspeed ist, weil USB 3 heißt gar nichts. Superspeed, wenn dieses Logo daneben ist, mit den 2S, glaube ich, ist das. Das ist ein schöner Ausdruck, Superspeed. Ja, weil das letzte, wie hieß das, Hyperspeed? Nee. Wie hieß nochmal das, was man bei USB 2... Ja, nee, das hieß auch nicht Hyper. Okay. Highspeed, genau. Highspeed war bei USB 2. Bei USB 2 wurde der Highspeed eingeführt, wobei es natürlich abwärtskompatibel war. Das heißt, wenn man USB 2 hatte, hatte man auch das normale von USB 0, weil man möchte ja auch noch die Mäuse benutzen. Wenn USB 2, dann heißt es noch lange nicht, dass das Ding auch dann Highspeed kann. Und bei USB 3 ist es wieder so, dass sie nicht automatisch Superspeed können. Also immer darauf achten, auf das Logo, was an der Seite klebt. Ja gut, vielleicht probieren. Mal schauen, wenn wir was zusammen. Wie ist das Thema da? Horst schaut schon so ein bisschen. Ich hätte nur was zu Static Site Compilern oder wie man sie nennen möchte. Ja, ich habe nämlich ein anderes ausprobiert, weil ich mit Jekyll ein bisschen unzufrieden war. Es ist halt, Jekyll ist halt darauf ausgelegt, bei GitHub wunderbar zu funktionieren. Mhm. Keinerlei Ruby-Code soll vom Benutzer sozusagen auf den Server hochgeladen werden und ausgeführt werden, sondern nur das, was an Ruby-Code GitHub selbst zur Verfügung stellt. Das soll funktionieren, sonst nichts. Das hat Sicherheitsaspekte. Aber manchmal möchte man mehr haben. Und Jekyll hat auch eine Plugin-Infrastruktur. Fand ich jetzt auch nicht so dolle. Im Endeffekt bin ich drauf gekommen, ja, ich möchte eigentlich was anderes haben. Und habe mir jetzt Middleman angeschaut. Das bin ich, das habe ich letzte Woche entdeckt. Es geht einen ganz anderen Weg. Und zwar nur Ruby. Also jegliche Art von Plugin ist in Ruby und ERB wird als Template Engine verwendet, statt Liquid bei Git, bei Jekyll. Und man kann auch Liquid verwenden, wenn man möchte. Das funktioniert dir sofort. Es funktioniert sogar Haml. Out of the box, kein Problem. Wunderbar, ich war sofort glücklich. Bei Jekyll musste ich nämlich die Seiten erstmal mit einem eigenen Skript von Haml nach HTML kompilieren, damit anschließend das Ganze durch Jekyll durchläuft. Also das war alles Mucks. Und Middleman macht das jetzt wunderbar. Schön, ich bin ziemlich zufrieden. Bis auf eine Sache, die Assets. Was ich gelesen habe, ist, dass die Sprockets verwenden, das ist das, was Ruby on Rails auch verwendet, da werden anhand der Dateiendungen definiert, wie kompiliert wird. Also wenn da steht .html.erb.haml.liquid, dann wird es Liquid, dann Haml, dann ERB. Genau, anhand der Dateiendung, es wird immer ein Stück weggenommen. Das kann Jekyll gar nicht, aber Sprockets von Ruby on Rails kann das. Und Middleman sollte angeblich Sprockets verwenden. Nur das Neue verwendet es nicht mehr. Also, schöne neue Welt. Und warum nicht das Plugin? Nee, es funktioniert überhaupt nicht mehr. Das funktioniert bei HTML-Seiten immer noch. Also, die haben das nachproduziert mit Sprockets, aber wo es nicht funktioniert, wo es mich noch interessiert hätte zusätzlich, wäre JavaScript und CSS. Und da funktioniert es nicht. Bei HTML-Seiten ist es wunderbar, man kann immer noch .erb.haml.liquid hinschreiben, das wird so abgearbeitet. Aber bei CSS-Dateien ist das alles nicht so schön, wie ich es gerne hätte. Aber Middleman bringt dann External Pipelines mit, und womit man das Ganze wieder wunderbar lösen kann. Also ja, ich werde es noch ein bisschen weiter austesten. Ich habe eine komplette Seite jetzt von Jekyll auf Middleman umgeschrieben und ja, es produziert genau das, was ich will und wesentlich einfacher als mit Jekyll. GitHub ist halt nicht mehr, es war für mich sowieso nie eine Option, das für bei GitHub zu hosten, und wer das sowieso auf seinem eigenen Host machen möchte, sollte sich auch Middleman anschauen. Okay. Weil es gibt auch Plugins für Blogs, für Podcasts habe ich noch nichts gefunden, aber Sitemapper, Plugins und so weiter gibt es alles Mögliche. Ich werde mal gucken, und eventuell so ein Plugin für Podcasts ließe sich auch locker drin umsetzen, weil Liquid ist
ein Hindernis. Aber das ist Liquid ist 100 nicht. Ich bleib bei Jacket ist Standard Markdown. Nee, Liquid ist die Engine. Du siehst das daran, dass da drei Minusse. Also in drei Minuszeichen. Das ist der Trainer für die Metadaten und genau. die Text. Und wenn du geschweifte Klammern irgendwo verwendest, oder geschweifte Klammer auf, Prozent und dann irgendwas dahin schreibst. Dann interpretiert das als Liquid. Genau, das ist nämlich Liquid. Weil die Ending ist immer MD von den Files, das wundert mich. Genau, das wird gar nicht, es wird alles als Liquid interpretiert, egal was für eine Dateiendung es ist. Okay. Also wenn man geschweifte Klammern verwendet, es wird automatisch Liquid verwendet. Ja. Bei Jekyll wird ja auch nicht anhand der Dateiendungen aufgelöst, sondern das, was er kennt, das kann er, ansonsten nichts. Also MD wird nach HTML und das war's. Hamel kann er nicht mit umgehen. Ja. Man in the middle. Middleman, ja. Middleman, ja. Ja, also mir taugt's. Gut. Noch Techie-Themen? Ich kann zum Thema Remote-Podcast aufnehmen was sagen. Ja. Also ich habe mit Derek Breen, den Sie erkennst, von war mal da, ein International Open Podcast Episode 4 aufgenommen. Und er saß in den USA an der Ostküste, glaube ich, und ich saß in Wien. Und wir haben Google Hangout on Air verwendet. Das ist so wie Google Hangout, also läuft über einen Webbrowser, aber den Vorteil, er tut es nachher sofort auf YouTube. Okay, Das ist auch eine Software stimmt. Für Google Direction. Ja, also du klickst auf Google Hangout on Air, brauchst dein Google Plus Konto und dann klickst du an und das muss verknüpft sein mit einem YouTube-Account. Es ist mir nicht gelungen, das auf den YouTube-Account von International Open Magazine zu machen, der einer meiner mir zugeordneten YouTube-Accounts ist, sondern es ging auf meinem persönlichen YouTube-Account als horstjensgmail.com. Ja. Aber sonst hat es relativ gut funktioniert. Es gab dann diverse Videobearbeitungswerkzeuge. Also ich hätte in der Zeit, wo ich mit ihm aufgenommen habe, wo ich sein Webcam-Bild gesehen habe und er meines, und ich habe mein eigenes auch gesehen in so einem kleinen Fenster, hätte ich noch so die Bilder herumarrangieren können oder irgendwelche optischen Tricks machen können, wozu ich aber alles zu faul war. Also man sieht jetzt die ganze Zeit nur ihn. Ja, aber für mich, also die Qualität war jetzt nicht so berauschend, was ich nehme an, auch ein bisschen an den Mikrofonen liegt. Ich habe einfach mein... Es ist zu sehr berauschend. Also nicht sehr berauschend. Es war rauschig, ja, rauschig, ja. Aber hörbar, also wie ein gutes Telefongespräch und mit Video, und es war sofort auf YouTube nachher. Ich habe also nichts raufladen oder schneiden oder irgendwie tun müssen. Mhm. Und für mich war das ausreichend. Also, und ich kann zu verwenden. Ja, und ich wollte kein Skype haben, weil das ja noch proprietärer ist und speziell unter Linux halt. Ja, wobei beim Hangouts ist mittlerweile ja auch Fragezeichen. Ja, aber es wäre mir schon auf die Socken gegangen, das Skype wieder installieren zu müssen, weil traditionell die neueste Version vom Skype nicht mit der neuesten Version vom Ubuntu so reibungslos tut. Da muss ich immer so eine ältere installieren und das nervt mich dann. Mich persönlich macht Skype verliebt. Ja, und ich habe mir selber so ein, also ich habe Skype deinstalliert, weil die paar Leute, mit denen ich reden will, kann ich auch anders reden. Und ja, wie gesagt, für mich war das Google Hangout und eher Experience ganz okay, aber ich habe extrem niedrige Ansprüche, was es die Technik betrifft. Ja. Mir ging es eher ums Handling, wie viele Knöpfe ich drücken muss, bis das funktioniert, und das war da hübsch. Es können auch, wenn ich das richtig kapiert habe, mehrere Leute mitmachen, also es hätten nicht nur zwei sein müssen. Bis zehn. Und ich glaube, du hast sein Bild einmal angeklickt, weil sonst ist es standardmäßig eigentlich so, dass derjenige, der spricht, zu sehen ist. Wahrscheinlich. Das schaltet dann dynamisch hin und her, während man quatscht. Und da war ich zu, haben du irgendwie mich herumgeklickt, und damit hast du es gefriest. Ja, ja. Ja. Und sonst einfach anhören, ist auf der Seite von International Open Magazine verlinkt. Er erzählt recht interessant von Moskau. Er macht dort eine Education TV Show auf, also wo er Kindern Programmieren beibringt, und wir quatschen halt so ein bisschen. Und sonst, das kann ich vielleicht auch sagen für alle, die vorhaben, Podcasts zu machen und wie ich darunter leiden, dass die Podcasts, haben wir noch Batterien, oder? Dass die Podcast-Leute so sich nicht an die Themen halten, sondern so herumändern und in einem Satz 17 verschiedene URLs anschneiden und dann wieder weiterlabern später. Also ich habe den Derek durch Social Engineering überredet, dass er circa die halben Shownotes-Seiten macht. Und das war extrem heilsam, weil er hat sich dann bei mir darüber aufgeregt, dass wir nicht sehr fokussiert reden. Und ja, kann ich nur das sehr empfehlen. Also jeder, der darunter leidet, dass er die Shownotes machen muss und das sozusagen, hier beim Biertocher sind wir eh schon sehr fokussiert und handeln ein Thema nach dem anderen ab und reden nicht
in einem Satz 17 verschiedene Themen. Ne? Und wer das halt nicht hat, einfach die anderen Leute mal die Shownotes machen lassen. Das dürfte recht, genau, recht gut sein. Das beginnt man einen Podcast, erst mal die Shownotes erstellen und dann spricht man das ab. Genau, dann vorlesen wir eine Shownote-Verlesung. Das ist ganz einfach, weil die Shownotes schon bevor man den Podcast aufgenommen hat. Ja, das heißt dann Ablaufplan ist Radio. Ja. Nee. Lass ich mir das wieder beim Radio. Aber an dieser Stelle bitte noch einmal einen herzlichen Dank an die Anna. Die hat nämlich die letzten Shownotes jetzt mal sehr aus der Patsche geholfen. Und die vorletzten ja, aber da habe ich ja bloß die Hälfte gemacht. Ja, wurscht, das ist trotzdem vom... Weißt du, ja. Ich habe nur ein gewisses Zeitbudget und das ist so schön, wenn ein anderer was macht. Also echt cool. Ja, also so Google Hangout on Air. Nicht übers normale Google Hangout erreichbar. Also man muss wirklich im Browser Google Hangout Air angeben und dann weiterklicken. Und YouTube-Videos kann man ja angeblich auch dann runterladen. Na, kann man sowieso. Wenn du es raufstellst, hast du einen Knopf, dass du es als MP4 runterladest. Das YouTube. Aha, das hast du immer als YouTuber. Auch wenn du es nicht hochgeladen hast, kannst du es relativ leicht runterladen. Ja, also ich habe es jetzt nicht probiert, aber den habe ich an sich bei allen meinen YouTube-Videos. Nette Tools dafür, also ein kleines Ubuntu-Skript, YouTube.dl. Ja, der ist ein Kommando. Mit dem kannst du aber auch YouTube von anderen Leuten runterladen. Aber YouTube selbst bietet dir an, deine eigenen YouTubes als MP4 runterzuladen. Aber YouTube.dl geht, glaube ich, nicht mehr bei den Videos, die... noch verschlüsselt mit Media Encrypt oder wie dieses Media Extension verschlüsselt wird, da funktioniert meines Wissens nicht mehr. Media Extension, das ist so ein Ding, da haben sich ein paar Leute überlegt, wir wollen nicht mehr, dass die Leute die Videos herunterladen können, sondern noch im Browser schauen können, so wie es bisher immer bei Flash der Fall war. Also das Ganze muss verschlüsselt werden und so weiter und so fort. Und dann haben sie so einen, man sieht jetzt nicht meine vier Finger, quasi Standard. Ich mache gerade so Anführungszeichen. Ja, genau. Um zu sagen, ja, so sieht die API aus. Aber was sie beschreiben, ist nur, wie die API angesprochen wird, aber nicht wie die API aussieht. Das heißt, jeder Browser hat seine eigene API und man muss, wenn man es haben möchte, jeder dieser APIs unterstützen. Also, und das Interessante ist, das von Firefox ist von Cisco und es ist nicht Open Source. Das von Chrome ist von Google selbst und ist nicht Open Source. Und alle anderen Browser, also auch Apple, okay, da ist der ganze Browser nicht Open Source, aber auch wieder da, der Teil ist nicht Open Source. Also, das ist ein Closed Source Blob in deiner Open Source Browser. Und nur dazu, damit andere Leute oder du selber nicht YouTube-Videos downloaden kannst. Damit jeder, der das Video anschauen kann, es nicht herunterladen kann. Das heißt, wenn das Video nicht frei ist, kannst du es nicht herunterladen. Bleibt nur mal Screen-Grabbing über. Ja, ich würde auch sagen, dann lasse ich einfach Record My Desktop laufen und das abfotografieren. Genau, es gibt ja auch die Möglichkeit, die Browser headless laufen zu lassen. Ja, ja. So im Full-Screen-Modus dann das Recording. Ja, und in Zukunft wird es wahrscheinlich dann sogar noch darauf hinauslaufen, dass es so noch nicht mal das möglich ist, weil es direkt mit dem Monitor kommuniziert, dass es bis zum Monitor verschlüsselt ist. Ja, dann halte ich meine Handykamera auf den Monitor und fotografiere es. Genau. Ja, damit sind wir wieder in der guten alten Welt mit dem Mobiltelefon abgefilmten Videos. Ich wollte gerade sagen, wir mit einem Kassettenrekorder von Radio gehalten. Ja. Ja, genau. Ich bin aufgewachsen, wir haben am C64 5,25 Zoll Disketten und Tonbänder kopiert. Stimmt, aber wir haben ja schon auch angefangen mit diesem Blödsinn. Es gab ja damals schon Kopierschutz, ja, aber das hat uns kleine Kneckis nicht gehalten, davon abgehalten zu kopieren, wie blöd. Sie hören den Biertaucher, freies Radio Biertaucher. Als nächstes spielen wir von Willi Ostermann eine wohlbekannte Hymne. Ihr mögt so jähen nach Köln. Viel Spaß. Sehr gut. Für Nicht-Kölner, was es wurde vorhin eine Kritik angebracht. Ja, freies Radio und Podcast, die dividieren so auseinander. Und jetzt habe ich mir gedacht, okay, jetzt kommen wir mal wieder zusammen. Meinst du, weil dann Faschingsdienstag ist? Stimmt, wir haben Faschingsdienstag. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Ja, genau. Heute ist Nubbelverbrennung.
Nubbelverbrennung? Nubbelverbrennung, Hexenverbrennung. Okay. Nubbel heißen die bei euch? Nubbel, das sind so kleine Hexen, so, ja, so eine kleine Puppe mit einem Besen dran. Und ja, in Köln gibt es immer noch die Hexenverbrennung. Das sind dann kleine Püppchen, die am Dienstag ins Feuer geworfen werden. Traditionell. Das ist Nubbelverbrennung. Das genau. Das ist nach einem sehr fragwürdigen Brauch. Politisch nicht mehr ganz korrekt. Ja, ja, sobald die am nächsten Tag kommt, dann die. Ich weiß nicht was. Nee, das ist halt Tradition und das geht in Ordnung, finde ich. Ja, wir Österreicher stehen ja eher mehr auf das kulinarische. Morgen gibt es ja den traditionellen Ehrenschmaus, oder? Weil Fastenzeit ist. Weil Fastenzeit ist. Es ist auch nicht gut, wenn Fastenzeit beginnt, vielleicht mal noch ordentlich einschneiden und Mayonnaise-Salat. So was hat man ja dann gern. Das gibt es ja dann morgen. Also traditionell isst man in Köln auch am Aschermittwoch Fisch. Ja. Ja. Auch in Form von so Hering Salat oder auch in Form von viel Fisch? Mayonnaise oder ist das gebacken? Nee, eher nicht Hering, sondern einfach nur allgemein Fisch. Es ist wurscht, was. Alles, was denn rein ist. Heringssalat, ich bin ja wieder Zeug am Lernen. Ich liebe ja Heringssalat. Wo gibt es das morgen überall? Ja, halt die Augen offen. Also viele Feinkostläden oder auch sogar Fleischhauer haben Heringssalat im Angebot. Oder okay. In meiner Arbeitskantine morgen auch. Ich bin ja schon sehr. Okay. Nordsee auf jeden Fall. Da gibt es immer Heringssalat. Ja, sage ich auch. Ja, ist schon okay, wenn es sonst nichts anderes gibt. Gutes Lokal in der Hütteldorfer Straße entdeckt das Schmankerl. Die haben hellen und dunklen Heringssalat. Also mit Ruß und mit Mayonnaise? Genau. Na, damit Ruß ist mit roter Beete, oder? Ach so, rote Beete. Ah, okay. In der Hütteldorfer Straße. In der Hütteldorfer Straße, ein bisschen außerhalb von der Uhrenstation Hütteldorfer Straße. Linie 48 dürfte es sein, oder? 49. Den haben sie uns ja weggenommen, den 48er. Was, wirklich? Okay, so lange war ich nicht mehr in Hütteldorf mit der Straßenbahn. Ich muss mir das jetzt notieren, wenn man das bis morgen weiß. Wie schauen wir themenmäßig aus? Hast du nicht nörgeln wollen über dein Skifahrschicksal? Ja, ich mag nicht. Kein Problem. Also, ja, was ich noch habe, ich hätte auch was Lustiges anschließen, das ist natürlich viel besser. Erstens, ich war Skifahren in Zell am See. Aber leider muss ich euch mitteilen, das ist jetzt Statuscode 451, das ist zensiert. Okay, das ist der neue Statuscode, den sie eingeführt haben, ja. Bezeichnen. Jetzt bin ich wirklich depressiv. Okay, wer hat den eingeführt? Den hat man aber schon vor Wochen eingeführt. Ja, ja, aber ich habe sie jetzt erst entdeckt. Oh, ja, ja, ja. Ein ja, bisschen ja, langsamer. Die IESG ist die entsprechende Organisation dazu. Okay. Habe ich nachgelernt und nachgelesen. Unavailable for legal reasons ist die offizielle Bezeichnung. Also wenn ihr das in Zukunft seht, HTTP, Statuscode 451, ist sie. Aber nur bei mir. In diesem Zusammenhang, da haben wir eine Chance ein bisschen verpasst, weil wir ja in 400er Folgen jetzt drinnen sind. Das fand ich ganz nett, ich höre so einen Kino-Podcast namens Nerd Talk. Und die sind jetzt auch gerade, die haben 400 begonnen und so, und bringen halt jetzt zu jeder Episodennummer den entsprechenden Statuscode. Ah, okay. Bedeutet. Und erklären das. Ah, cool. Ich fand das wirklich lustig, weil es einfach so absurde Statuscodes sind, die du in freier Wildbahn eigentlich kaum siehst. Ja. Ja, doch. Hatten sie auch schon 308? Gute Frage, 308 gibt es auch? Das ist ja nee, gibt es nicht. Ja, 307 gibt es, aber 308 meines Wissens nicht. Nee. Und 408 habe ich auch noch nie gesehen. Ja, muss nachhören. Also ich habe nicht jedes gemerkt, aber ich freue mich jedes Mal. Ich muss immer kichern. Ja, ja. Besonders Soap ist da besonders interessant, wenn man mit Statuscodes, da gibt es nämlich nur den Statuscode 200, auch wenn ein Fehler auftritt. Kein guter, nichts zu debuggen. Ja, fürchterlich. Ja. Ach, wie ich sehe, möchtest du nichts von Skifahren hören? Na gut. Ja, na gut. Also ich war in Zell am See Skifahren, 3 Tage lang. Die anderen 3 Tage war ich krank. Deswegen habe ich anschließend noch was anderes, weil krank sein war in diesem Fall besser. Besser als Skifahren. Ja, besser als Skifahren. Also direkt vorneweg, ich mag nie wieder Skifahren gehen. Und das hat nichts mit dem Ort zu tun.
Deswegen unvoreingenommen kann ich trotzdem sagen, Zell am See ist vielleicht eins der bekanntesten Skigebiete, aber nicht eins der schönsten Skigebiete. Das haben mir ganz viele direkt gesagt, ja, das war dieses Jahr nicht so dolle. Und die kennen wirklich fast alle Skigebieten in ganz Österreich. Also haben sie zu wenig Schnee gehabt, oder? Nee, das ist einfach, das Gebiet ist nicht schön. Also. Das gehört sich jetzt schon mal den Zell am See an, entschuldigen. Ja, ne, ja. Ja, es ist. Ich fand's mir, also zum Vergleich, ich war im Zillertal das erste Mal Skifahren und dort gab es Strecken, da konnte ich drauf fahren, weil die waren, man konnte wirklich sicher sein, ich werde jetzt die ganze Zeit eine blaue Piste runterfahren oder ich kann jetzt die ganze Zeit eine rote Piste runterfahren oder ich fahre jetzt die ganze Zeit eine schwarze Piste. Und in Zell am See sind die so sehr gemischt, dass man als Anfänger plötzlich, um nach unten zu kommen und wenn man halt nicht mit der Gondel fahren möchte, eine schwarze Piste oder einen riesengroßen Umweg fahren muss. Also man Lernkurve. Ja. Asphalt, Anfängerpiste. Ja, ja, genau. Ja, wie geht's dir? Ja, es geht gerade bergab. Also, ja, der letzte Tag war fürchterlich. Gibt es da keine App, die einem so Schneepflug-App zeigt, wo man jetzt... Bitte nicht. ja, also Skifahren fand ich dort nicht so toll. Was mich wiederum begeistert hat, war, dass man, wenn man vorhat, Ski zu fahren, aber nur wenn man vorhat, Ski zu fahren, das erkennen sie daran, dass du deine Skisachen dabei hast, darf man die Busse kostenlos nutzen. Die kontrollieren das auch nicht. Wenn man... die ganzen Zell am See laufen wollen. Mit Skien herum. Das ist gerade das Busfahren. Ja, die Einheimischen dort haben wir auch in den Bussen natürlich gesehen. Und die waren immer normal bekleidet und mussten Fahrkarten halt haben. Die Busse fahren dort auch regelmäßig. Und das war wirklich besser als damals vor 15 Jahren im Zillertal, wo es, glaube ich, nur einen Bus hin und einen Bus zurück gab oder sowas. Also fürchterlich war das damals. Wenn wir einen Bus verpasst hätten, wären wir nie wieder zurückgekommen, außer zu Fuß, was uns passiert ist. Negativ ist allerdings, dass die Busfahrer ich nichts verstehen, du lesen oder sonstige Sachen haben oder dass sie falsche Auskünften. Ich habe gefragt, fahren Sie am Krankenhaus vorbei? Und da hat ja gesagt und der ist in die vollkommen andere Richtung gefahren. Das war eine super Auskunft. Ich war stinkesauer. Schließend. Der fährt schon vorbei, aber nicht jetzt gleich. Die Linie fährt gar nicht am Krankenhaus vorbei. Naja. Zell am See ist aber ein wahnsinnig schöner Ort. Also das muss ich wiederum anpreisen. Der Ort gefällt mir super. Es gibt wirklich... eine schöne Stadt einfach. Und das unscheinbarste Gebäude dort ist das älteste. Da ist sogar ein Museum drin. Ich war leider nicht drin. Es ist ein aus dem 12. Jahrhundert, glaube ich. Es ist ziemlich in der Stadtmitte. Ich habe auch den Namen leider vergessen. Aber wenn man nach Zell am See kommt, kann man ja mal noch suchen. Es ist ein Museum drin. Und wenn man in der Nähe von der großen Kirche ist, kann man es eigentlich auch schon fast sehen. Tut mir leid, dass mir der Name jetzt nicht einfällt. Vielleicht finde ich es noch heraus für die Shownotes. Dort in der Nähe gibt es dann auch ein Alibaba. Das ist ein Restaurant gewesen. Der erste Eindruck war fürchterlich. Wir kamen rein und es roch richtig verbrannt. Es war ekelhaft. Aber das Essen wiederum war wesentlich besser, als man gedacht hat. Und günstig. Das ist in der Nähe vom Casino. Gegenüber ist noch ein anderes Restaurant, was wesentlich teurer ist. Aber Alibaba empfehle ich eher. Und dort traditionelle österreichische Küche? Naja, eher nicht. Beim Alibaba gab es Pizza, Salat, Burger. Das war ungefähr, das war ein Imbissbude, ein bisschen besser. Ja. Ist jetzt nicht das Empfehlenswerteste, aber das Essen war tatsächlich besser, als das Ding aussah. Deswegen wollte ich es nennen. Wiederum, es sah super aus und das Essen war grandios. Basmati, das ist in der Stadtmitte, in der Nähe vom Billa dort. Super Essen, indisch und italienisch.
kann ich nur empfehlen. Wir waren wirklich sehr begeistert und die Preise. Die in der typischen Indo-Italiener. Ja, ja, das habe ich mir auch gedacht. Das sind Inder. Also das Witzige war, wir kamen rein und an der Wand hingen Bilder vom Sohnemann von vor 20 Jahren und aktuell in beiden Fällen mit Nudeln in der Hand, so richtig trocken Nudeln und in beiden Fällen so eine Flappe ziehen, so ich glaube, ich mag die Nudeln gar nicht so sehr aus und zieht die Nudeln hoch und die hängt da an der Wand. Es war witzig. Aber Essen war wirklich sehr gut. Ja, was war eigentlich das Tollste? Und zwar, in der Nähe vom Krankenhaus gibt es Happy Mug. Falls einem das nichts sagt, das ist eine Hotelkette. Es ist ein eine Aktiengesellschaft. Und um dort zu wohnen, um sich dort einzumieten, muss man allerdings ein Aktien besitzen von Happy Mug. Und es ist ein interessantes Konzept, fand ich. Klingt nach Zwangskapitalismus. Ja, Zwangskapitalismus. Musste Kapitalisten. Ja, ich weiß nicht. Jedenfalls, du kaufst Aktien und dafür bekommst du Punkte. Die Aktien bekommst du nur auf zwei Arten los. Entweder du verkaufst deine Aktien an jemand anderes oder du wirst deine Punkte los. Eins von beiden. Du zahlst im Prinzip deine Aktien regelmäßig. Du wirst auch nicht gewinnbeteiligt, aber bekommst Punkte. Und diese Punkte kannst du einlösen für das Übernachten in den Happy Mug Hotels. Du könntest die aber auch verkaufen. Also es entsteht da so ein freier Markt für Punkte. Ja, du kannst auch jemanden anderes die Übernachtung sozusagen geben. Hm. Also vielleicht sollte man die FMA fragen, ob das ganz koscher ist, was die das ist, machen. Ja, das ist, hat Hand und Fuß. Das klingt gibt keine Probleme. Ja. Und das gibt es schon mindestens seit den 70er Jahren, habe ich herausgefunden. Ja. Damit spekuliert niemand. Übernachtung. Ich tausche gegen ein Bier. Also ich kenne jemanden, der diese Aktien besitzt, sogar mehrere anscheinend. Und deswegen konnten wir dort übernachten. Aber wenn du deine Aktie loswerden willst, die will doch niemand außer jemand, der zufällig da gerade Urlaub machen möchte, oder? Ja, du kannst aber auch deine Punkte loswerden. Das heißt also sozusagen das Geld, was du reingesteckt hast, bekommst du in Punkte regelmäßig sozusagen ausbezahlt, Punkte ausbezahlt und kannst dafür übernachten. Und wenn du die übernachtest, dann wirst du die Punkte los und automatisch kannst du auch die Aktien loswerden. Und nach 7 Jahren, glaube ich, es gibt da verschiedene Angebote anscheinend. Es ist im Prinzip vergleichbar mit einer Mitgliedschaft beim ADAC, könnte man auch sagen. Nur, dass die sagen, es ist eine Aktiengesellschaft. Okay. Was es nicht alles gibt, ja. Ja. Okay. Es ist ein Schweizer Unternehmen aus Bern und es gibt jede Menge von diesen Happy Mug Ressorts. Und die sind auch unterschiedlich. Also das heißt, Zell am See war halt auf Skitourismus ausgelegt, andere sind auf andere Dinge ausgelegt. Es gibt Jugendangebote noch und nöcher in den Einzelnen, in diesem Fall überhaupt keine, weil das dort nicht gefragt ist. Aber für Kinder gab es ein eigenes Spielzimmer. Die Zimmer sind geräumig. Es gibt eine Kochecke, alles Mögliche. Okay. Also, und es gibt auch eine Sauna, die war wirklich grandios dort. Schwimmbad zum Schwimmen und ein Fitnessstudio. Also statt jetzt zu sagen, ja, wir suchen uns jedes Jahr ein Hotel raus und gucken uns nach Angeboten und so weiter, könnte man auch sich überlegen, Aktien bei Happy Mug zu kaufen. Weiß da, man zahlt halt regelmäßig ein und irgendwann sagt man, okay, und jetzt machen wir einen Urlaub und jetzt suche ich mir halt ein Happy Mug Ressort und fahre dorthin. Interessant, ja. Ist im Prinzip eine Anlage für einen Urlaub in der Zukunft. Ja, es hinterlässt mich noch ratlos. Nochmal eine Frage, aber du zahlst jetzt dann, also du zahlst vorher und dann für den Urlaub nichts? Oder wie? Ja, für den Urlaub zahlt man im Prinzip fast nichts. Also bestimmte Dinge zahlt man immer noch, aber das ist vergleichbar. Aktien musst du wirklich regelmäßig kaufen und darfst einmal Aktien kaufen, weil bei dir klingt das so nach einem Vertrag, wo ich monatliche Gebühren habe. Ja, ja, es ist im Prinzip eine Mitgliedschaft. Cluburlaub, das wo es die auf Raten deren Urlaub ja, würde ich persönlich eher bezeichnen, aber es wird sogar auf
Wikipedia als Aktiengesellschaft und dass man Aktienkauf bezeichnet. Und ich würde das eher als eine Mitgliedschaft. Es gibt sogar Mitgliedschaftsvertretungsvereine, die dann deine Interessen vertreten gegenüber Apimac. Weil du bist ja dann nicht nur Mitglied und hast Aktien, du bist dadurch auch stimmberechtigt bei der Mitgliederversammlung. Das heißt also, wenn du nicht dorthin fahren möchtest, kannst du dem Verein dein Stimmrecht übergeben und. Aber ja, es ist halt dadurch, dass es eine Aktiengesellschaft ist und du Aktien auch besitzt, bist du Teilhaber dieses Unternehmens. Also es ist ziemlich kompliziert anscheinend, aber wenn man nur Urlaub machen möchte, ist es wieder trivial. Und ja, ich finde, also im Vergleich zu anderen Hotels war es eins der besten Hotels, die ich bisher gesehen habe. Und ich habe schon aus jeder Preisspanne was gesehen. Wie meinst du mit best? Also baulich oder das Personal war so nett? Oder? Personal war nett, baulich war das Schwimmbecken war besser als das, was ich bisher gesehen habe in Hotels. Und die Sauna überhaupt. Also ich habe noch nie eine Sauna so wirklich in einem im Hotel genutzt, aber das konnte sich sehen lassen. Also ja, meine Empfehlung hat es als Hotel, was jetzt von der Aktiengesellschaft zu halten ist, kann ich jetzt nicht beurteilen. Zumindest kenne ich jemanden, der regelmäßig dort Urlaub macht mit der Familie und die sind ganz zufrieden. So viel zum Urlaub? Ja, halb. Dadurch, dass ich krank war, habe ich ein Computerspiel mir angeschaut. Ja, hängt das Computerspiel noch an? Gehört zum Urlaub dazu, würde ich sagen. Okay, ja, ich habe mir Punch Club heruntergeladen für Android. Das gibt es aber auch für Steam. Ein lustiges Boxer-Simulator-Spiel mit Dings, wie heißen sie nochmal? Nicht Strategie, Rollenspielelementen. Hat eine gewisse Komik, weil bestimmte Dinge, die man sieht, kommen einem bekannt vor. Also zum Beispiel, wenn man in den Supermarkt kommt und auf die linke Seite schaut, da sieht man Jay und Silent Bob. Ja, Silent Bob. Und der Supermarktbesitzer ist Apu. Okay, also popkulturelles Zitate zuhauf. Und dann gibt es einen Verkäufer für Steroide. Das ist Walter White. Ja. George Clooney fragen. Ja, also es gibt, es ist ganz witzig. Also es ist nicht gerade einfach, also sich dort voranzukämpfen, weil es geht darum, Boxer zu sein. Perspektive oder siehst du dich selber als Boxer? Nein, es ist alles nur aus einer ziemlich einfachen Pixelgrafik. Also es hätte auch aus den 90er Jahren, Anfang der 90er Jahren kommen können. Und es hat auch was von Click and Point, weil man wirklich die Elemente anklickt, wie bei Monkey Island, und daraufhin macht er etwas. Also trainieren muss man den. Es vergeht Zeit. Man muss Kämpfe durchführen. Man muss für Nahrung sorgen. Also meine Freundin hat das Ding als Boxer-Kühlschrank-Simulator eher bezeichnet, weil ich die meiste Zeit damit beschäftigt war, den Kühlschrank auf. Klingt so nach einem Tamagotchi. Ein bisschen, ja. also es ist halt also sehr viele Aspekte und ein bisschen gewisse Komik. Ich fand es ganz nett. Also es ist nicht nur ganz nett, sondern es ist wirklich ein lustiges Spiel. Kann man sowas durchspielen? Viel Zeit. Oder ist das eher so etwas, wo man so okay schön nebenher spielt und es läuft halt so für sich? Da es ja eine Story hat, gehe ich ganz stark davon aus, dass es auch ein Ende hat. Okay. Aber ich bin anscheinend noch weit entfernt. Was ich gelesen habe, kommt man irgendwann in eine Liga, wo man durch die Kämpfe Geld verdient, und da bin ich noch lang nicht. Also die Ultimate Fights, da kann ich inzwischen teilnehmen. Dort verdient man Geld. Muss allerdings beachten, wenn man einen Kampf verliert, ist das Training schlechter, weil man stark verletzt ist. Während die Amateurliga, da wird man nicht verletzt, aber man steigt nicht auf. Also es gibt verschiedene Ligen sogar. Und ja, es ist ziemlich komplex, finde ich. Besonders was das Training anbelangt.
Da geht die meiste Zeit rein und man muss auch noch arbeiten gehen, um Geld zu verdienen, damit man Essen besorgen kann. Und für das Essen braucht man, um trainieren zu können. Man muss Schlafen berücksichtigen. Wird man diese auswirken? Also ja. Sind die Kämpfe selber nicht strategisch, eher, sondern eher so actionmäßig in Echtzeit? Und man kämpft selber gar nicht. Es ist eher so wie ein Fußballtrainer. Der Kampf läuft dann automatisch, du musst die Vorbereitung machen. Man hat jede Runde, sagt man ihnen, jetzt setz das ein und setz das ein und dann läuft der Kampf automatisch an. Die Musik ist auch kultig, die Grafik überhaupt. Also das Rund Punch Club. Wie Fight Club, nur Punch Club. Übrigens, der Fight Club kommt natürlich auch vor. Wie heißt nochmal der eine Typ aus Fight Club? Der Edward Norton oder eine? Aber meinst du den richtigen Filmnamen? Nee, ich meine den anderen. Den Brad Pitt. Ja, den er spielt, der ist hinter der Bar auch zu finden und dort kann man nämlich auch kämpfen. Schön. Also man kann beim Fight Club auch teilnehmen. Das ist, ja. Und es gibt dann auch den Drunken Master, wo man hingeht, wenn man verletzt ist, um Medizin zu bekommen. Das wird wirklich so ausgedrückt. Und er kostet $70. Also das sind Wucherpreise überall, um sich zu heilen. Ja. Also, ja, und das Ganze spielst du auf dem Tablet oder auf dem... Ich spiele es auf dem Mobiltelefon. Und das geht? Ja, wobei ich sagen muss, auf meinem Mobiltelefon gibt es tatsächlich ziemlich große Wartezeiten. Es ruckelt zwar nicht, aber ich merke, wenn gerade mein Mobiltelefon E-Mails abruft. Also, ja, es ist... Du hast ja keine Echtzeitkomponente, also, oder bist du nicht unter dem Zeitlimit? Dass du da die Zeit in, sozusagen quasi, dass die Zeit wirklich mit der Zeit vergeht, zum Beispiel beim Training, das ist ganz wichtig, dass man da eventuell sagen kann, und jetzt hör mit dem Training auf, weil es, weil man sagt, okay, jetzt muss ich noch was anderes machen oder jetzt aufhören mit Arbeiten, weil ich muss noch das Training oder das tägliche Training durchführen. Das ist leider nicht ganz optimal dann auf dem Mobiltelefon, also auf meinem Motorola Moto X Play, genau das war's. Also ein schnelleres wäre eventuell besser oder auf Steam direkt auf dem PC spielen. Dort läuft es mit Sicherheit total flüssig. Ja. Ja, ich habe auch am Tablet gegeben, aber das werde ich irgendwann mal erzählen. Es wird auch keine wirklich besonders gute Rezension gibt. Noch was, Leute, wir sind jetzt schon, ich sage euch nur, wir sind 5 Minuten vor der 2-Stunden-Grenze. Du redest seit mehreren. Ja, ich hatte noch so viel, aber ich. Es gibt dieses. Hey, du redest inzwischen immer weniger. Das ist mein Plan. Gregor Lestri. Okay, du hattest einen Film, den habe ich auch mal angeschaut. Da kann ich dann drüber reden. Der ist so schlecht. Ja, genau. Machen wir den schlecht. Nicht schlecht, sondern kurz. Machen wir den schlecht. So ein freundlicher Versprecher schon. The Giver, das ist ein Science-Fiction-Film aus dem Jahre, ich glaube 2014, würde ich jetzt mal schätzen, oder? Ja, kann sein. Ja, genau. Also ein relativ aktueller. Und ich habe ja so einen ein komisches popkulturelles Interesse an diesen Filmen wie Hunger Games oder The Maze oder die Divergent-Serie oder Ender's Game oder The Host. Also es gibt ja jetzt immer Trash, die so Coming of Age, Jugendliche in einer meist dystopischen Gesellschaft müssen irgendwelche Aufgaben lösen und behandeln, aber dann zeitgleich so wie die wie diese eine Vampir-Serie auch sehr jugendliche Themen. Also es gibt aber auch immer, ja genau, wie Twilight, auch immer so Themen wie Erziehung zwischen Jugendlichen. Du hast ja Hunger Games gesehen. Ich habe eine Folge, das ganz gut besprochen. Eine Folge können wir dann auch verlinken in den Shownotes. Okay. Und das ist eben ein weiterer Vertreter, und wie es bei solchen Filmen ist, relativ. Wie heißt der jetzt von dem? The Giver. Und wie es bei solchen Filmen ist, sind es jugendliche Schauspieler und man zur Unterstützung schicken sie so 2 Altstars rein. Okay. Die wiederum ziemlich gut sind, auch in dem Film. Genau, richtig. Das ist in diesem Fall der Jeff Bridges und die Meryl Streep. Meryl Streep so als Oberhaupt einer Gesellschaft. Und der Jeff Bridges hat eine Sonderrolle. In The Giver geht es um eine Gesellschaft,
Ja, gute Frage. Wie beschreibt man denn das am besten? Kannst du mir da auch helfen? Ja, ist das ein Science-Fiction-Film? Ja, es geht darum, dass das Wissen so, nicht so... alle Hangar-Games sind das so nahe Zukunft. Science-Fiction, ja. Genau. Okay. Aber Jugendliche spielen eigentlich keine große Rolle. Ja, ist die Hauptrolle, ist ein Jugendlicher. Ja, okay, aber im Endeffekt in dieser Gesellschaft spielen Jugendliche nicht unbedingt so eine Rolle. Divergent haben ja diese Abstimmung, du kommst in diese Kaste. Ja, genau. Sowas in der Art gibt es da auch in The Giver. Und unsere Hauptperson soll der neue The Giver werden. Mhm. Was ist The Giver? Also diese Gesellschaft hat eine eigene Art, mit Erinnerungen umzugehen, oder? Ja. Die werden nämlich nicht irgendwie von Generation zu Generation, wie wir sind, weitergegeben, sondern die Babys werden in irgendwelchen Anstalten irgendwie so abgesetzt und die Erinnerung wird über eine eigene Rolle, über den Giver, der den Jeff Bridges gespielt haben, immer an, eine nächste Generation, aber nur an eine Person weitergegeben. Mhm. Richtig. Was, und die Leute haben dann haben keine Erinnerungen. Und das Ziel, also so genau zu beschreiben, ist schwierig. Das Ziel dieser Gesellschaft ist, sich nicht zu starken Gefühlen auszusetzen oder generell zu starken Reizen. Das wird ja ganz einfach. Eine sedierte Gesellschaft. Das wird ganz die einfachste Metapher, die man überhaupt nehmen kann. Es wird einmal wie bei Pleasantville alles in Schwarz-Weiß gezeigt. Also zu zeigen. Zu Anfang. Anfang. Das ändert sich natürlich dann, wenn die Änderungen übergeben werden. Und am Protagonisten ist es festgemacht, dass es immer mehr Farbe bekommt. Genau, und es gibt zwar Familienverbände, aber beispielsweise würdest du aus einem Vater nie die Worte "Ich liebe dich" rausbringen, sondern das ist schon so, ich bin der wohlgesonnen. Oh. Ich finde dich sympathisch. Ja. Und da gibt es eben diesen Jungen, der kriegt diesen Beruf zugeteilt, dann ist der Giver zu werden, der kommt drauf, da gibt es ja noch sehr viel mehr. Nicht nur gute Erinnerungen, natürlich übergibt der Jeff Bridges in seiner Rolle auch sehr schlimme Erinnerungen, wie über den Krieg oder so. Aber dieser junge Mann findet dann heraus, dass es vielleicht sich lohnt, solche Grenzen zu überschreiten und sich vielleicht doch, wenn sie negativ zum Teil sind, sich solchen starken Erinnerungen und Gefühlen und Bindungen hinzugeben. Und darum dreht sich der Film, oder? Ja. Das Interessante, was ich wiederum fand, ist, dass die Gesellschaft, in der das spielt, das ist nur auf einem Hügel im Prinzip, ein kleines Dörfchen, könnte man sagen, dass die sich davor abschottet vor Erinnerungen und nicht einmal wissen, größtenteils, dass es diese Erinnerungen in Form von The Giver gibt. So hat der Junge dann auch Probleme mit seiner Familie, in der er aufwächst, die aber nicht unbedingt seine leibliche Familie ist, das wird aber nicht thematisiert. Dass die gar nicht damit umgehen kann, dass die nur eine Veränderung bei ihm feststellen und damit nur sehen, er wird zu einer Gefahr. Und diese Gesellschaft stützt sogar The Giver, den Neuen, sozusagen ab. Weil sie nicht wissen, was der eigentlich ist, dass der andere Erinnerung hat, weil das verheimlicht wird. Er kommt da so langsam in einen Konflikt hinein. Ja. Das passiert auch auf einem Roman. Und das, es ist halt ein Film, nicht so wie eine Reihe. Und für mich ist halt vieles unklar geblieben. Also wenn du jetzt fragst, was so in Richtung und überhaupt, am Ende versucht er da von diesem Dorf dann zu flüchten und es gibt dann auch wirklich eine Grenze, die er da erreichen kann. Und dann kommt er noch zu seiner Wahl, vielleicht nicht genau zu beschreiben. Aber irgendwie ist mir nicht klar geworden, worauf dieser Film hinaus will, beziehungsweise ich fand ihn auch wirklich nicht sehr. Ich fand da die Szenen, wo Jeff Bridges mitgespielt hat, wo die Erinnerungen übergeben wurden, sind halbwegs passabel gespielt. Ansonsten, er wird sich in meiner Erinnerung einordnen in diese meisten restlichen Reihen irgendwie. Auch an Ästhetik nämlich. Allein so also wie Technik und wie die Leute herhatschen, das ist alles irgendwie ein bisschen generisch. Und so ist bei diesem Film. Erinnerte mich ein bisschen an die Dienerin aus den 90er Jahren. Ja, das auf die habe ich nicht gesehen. Also okay. Ja, das ist. Schade, das ist nicht besonders erwachsen, der Film. Ja, vielleicht ist das der ultimative Hack, der wird nicht Erinnerung bleiben. Wer weiß.
Das ist gut. Du musst ihn dann jedes Jahr aufs Neue singen, weil du dich nicht erinnern kannst. Das ist eine Geldmasche. Du bist der neue Gewinner. Na, das nächste, was ich mir anschaue, ist eh ganz klar, ist Hateful Eats von Da kann man vielleicht eine Empfehlung aussprechen, den wird es nämlich in Originalversion und auch an gewissen Terminen im Gartenbau. Im Gartenbau in 70 mm. In 70 mm mit Pause und Interim, ja, genau. Und ich habe heute was im Postkasten gefunden. Nämlich, ich weiß gar nicht wieso, vom Filmhaus, vom Kino am Spittelberg. Da gibt es anscheinend nämlich die Frauenfilmtage. Und die werden vom 25.02. bis 4.03. stattfinden. Und ja, fand ich auch interessant, dass ich das erstens zugeschickt bekommen habe. Vielleicht über das Filmcasino, weil wir schicken ja regelmäßig diese Sachen zu. Aber da kann man sicherlich, das kann man ja gleich auch erwähnen. Ja. Wolltest du noch was zum... Ich kann nämlich mit Tarantino nicht viel anfangen. Ich habe aber von The Hateful Eight den Trailer eben gesehen und dachte mir, der reizt mich, da will ich rein. Jetzt bin ich sehr gespannt. Lasst uns einen Biertaucherfilm haben. An und für sich, wenn man Quentin Tarantino, das ist ja wieder ein Western. Bist du ein Western-Fan? Eigentlich auch nicht. Ja, der wird gereizt hat, aber ich will mir den auf jeden Fall auch noch anschauen. Gut, dass du jetzt gesagt hast, wo der Original und... Genau, also im Gartenbau-Kino ist auch ein sehr schönes Kino, das kann man generell empfehlen, dass so ein schön hergerichtetes altes Kino ist. Ja. Also, wenn man sich den anschauen möchte, würde ich das jetzt mal so... Ja. Okay. Was ich bisher gehört habe, es soll der schwächste, also einer der schwächeren Tarantino-Filme sein. Ich habe vorher einen Podcast gehört, Nerd Talk, habe ich schon erwähnt, der fand ihn überhaupt den besten. Der ist kein Tarantino-Fan, aber der, für den war das der Einstieg. Ich habe schon extrem unterschiedliche Stimmen gelesen, gehört aber noch gar nichts drüber, meide ich auch gerade, weil ich bin jetzt gar nicht so, dass ich mich gar nicht... spoilern lassen will, aber da will ich mich überraschen lassen. Aber ich habe schon extrem Unterschiedliches gehört, von der schlechteste bis solider Tarantino. Ich bin da echt gespannt. Ich bin auch gespannt. Gregor, schaust du die Anomalisa an nächste Woche? Sonst dann rede ich jetzt nichts drüber. Okay, dann sprechen wir nächste Woche gemeinsam. Machen wir es nächste Woche gemeinsam. Dann darf ich aber spoilern. Auch nicht. Okay, dann empfehle ich noch für einen Fernseh-Kurzabend oder Kurzfilm-Fernsehabend einen YouTube-Kanal Stop the Douchebag Movement. Was ist das? Das ist ganz was Eigenartiges. Das ist eine real existierende russische Gruppe von Jugendlichen und jungen Erwachsenen, denen es reicht, dass sich Leute, insbesondere Autofahrer, gerne daneben benehmen und die stellen sich denen in den Weg. Also realen Autofahrern in den Weg, in größeren Gruppen, wenn sie über den Gehsteig drüber fahren und halten sie auf, versuchen sie zu überreden, zuerst im Guten, dass sie doch zurückschieben sollen wieder. Und zwar verlangen sie wirklich, dass sie so weit zurückfahren, bis sie wieder dort sind, wo sie auf dem Gehsteig aufgefahren sind. Also gleich über den Grünstreifen raus geht nicht. Das unterbinden sie dann jedes Mal wieder. Und wenn sich die Autofahrer nicht an diesen Wunsch halten, dann werden sie mit riesigen Aufklebern bestraft, die sich sehr schwer wieder von der Scheibe lösen lassen. Und mittlerweile ist das auch schon in Moskau ziemlich bekannte Geschichte. Also Leute kommen dann schon zu ihnen, die nur die Aufkleber haben wollen und verhalten sich nur daneben, damit sie die Aufkleber sehen. Fail. Jetzt kann man sagen, diese Geschichte ist Selbstjustiz und das ist es auch. Und das ist eine kritische Geschichte. Warum ich es besonders interessant finde, ist, dass man nur, also das ist eine YouTube-Serie von, glaube ich, 50 Videos und ich glaube, wir haben fast alle angeschaut, nämlich aus einem psychologischen Grund. Mich hat interessiert, nach welchen Mustern sich denn die Autofahrer verhalten. Und das sind eigentlich nur 3-4 unterschiedliche Muster, nach denen sich Menschen in solchen Situationen verhalten. Das war irgendwie ziemlich ernüchternd, wie einfach wir gestrickt scheinbar sind. In solchen Situationen gibt es noch relativ wenige Sachen. Also, wer so eine Lust hat auf so ein psychologisches Experiment, Stop a Douchebag Movement. Cool, ja? Sie halten nicht nur Autofahrer auf, auch zum Beispiel eine Geschichte ist, da macht jemand, das ist eigentlich ein paar Mal, da machen Leute illegale Parkplätze und cashen auf öffentlichen Plätzen und cashen dann auf denen ab. Mit denen räumen es dann wieder die Sperren weg und solche Geschichten. Dann einmal geht es um das Thema Rauchen in der Öffentlichkeit. Das dürfte in der Gegend um Bahnhöfe zum vielleicht nicht wirklich strikt verboten sein, aber doch zumindest so ansatzweise.
Und die, die dann hauptsächlich dort rauchen, sind die Aufseher von dem Bahnhof, also vom Wachdienst. Und dann versuchen sie, diesen Wachdienst wieder zu überzeugen. Und so Mitarbeiter von Wachdiensten sind grundsätzlich relativ schwer, von was zu überzeugen, also von der Mentalität her. Und das sind ein paar sehr interessante psychologische Beobachtungen, die man machen kann. Also für einen unterhaltsamen Fernsehabend, Stop a Douchebag Movement. Und Russisch lernt man auch dabei. Das ist aber alles mit englischen Untertiteln. Du wolltest von uns durch Wien geschickt werden. Ja. Sollen wir online machen oder machen wir auf der Rekord? Na, wenn wenn Sie euch jetzt, also die Sache ist die, ich möchte ja Wien kennenlernen. Ich habe ja so lange in München gelebt und ich kannte von München nichts, weil man sich die Stadt, in der man lebt, eigentlich nicht anschaut. Und jetzt möchte ich das anders machen. Und ich habe, ihr kennt es ja, ich habe ja mal Baedeker dabei, ihr könnt es ja, ihr müsst euch ja nicht entscheiden, sondern ihr könnt es ja per Glück mir was aussuchen. Nein, das macht man nicht über Baedeker, das macht man real life. Ja. Ich plädiere, sie muss zum Zentralfriedhof. Zentralfriedhof, auf jeden Fall. Aber das ist zu einfach. Man darf nicht einfach nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln von Floridsdorf aus. Ja. Ich will ganz kurz noch was sagen, und zwar, ich möchte auch wieder mehr fotografieren. Ich habe nicht mehr zu wenig Zeit fürs Fotografieren, also ich würde es gerne irgendwie mit einer Fotoaufgabe kombinieren. Von Daniel Messner haben wir heute schon geredet in seinem Zeitsprung-Podcast zu dem Format von dem Podcast. Der dauert so eine Viertelstunde bis 20 Minuten. Es sind zwei Historiker, die der Co-Podcasten. Und das ist eigentlich immer so, einer kommt mit einer Geschichte daher, gibt ein paar so Anhaltspunkte und der andere muss möglichst schnell am Anfang erraten, um was es denn sich so grob geht. Und wenn er es dann erraten hat oder wenn sie sich hingearbeitet haben, dann wird halt eine Viertelstunde über das Thema ausführlich geredet. Und das hat mich irgendwie auf die Idee gebracht, den Daniel Messner jetzt ein bisschen zu quälen mit so Geschichten, die er vielleicht nicht kennt aus der Geschichte. Und da fällt mir gleich was Passendes ein, eine Geschichte, mit dem, in der ich ihn auch gequält habe. Und zwar hat mich immer interessiert, was das ist, das längste Gebäude, das es gibt. In Wien meinst du das? Mich hat interessiert, was das längste Gebäude ist. Das längste? Ja, von wo? Von Welt, Wien, Europa? So überhaupt. Überhaupt. Da kann man dann so recherchieren und schauen. Chinesische Mauer. Ich bin dann drauf gekommen, dass ich eh schon dort war. Wenn man das Ganze nicht allzu strikt sieht, dann ist das Prora. Ja, das ist mir wer Prora nicht kennt, aber auch den Wikipedia-Artikel zu anzuschauen. Ist das Nordseebad von Hitler? Das ist geplant gewesen, als Ostseebad, also Ostseebad auf der Insel Rügen. Das Ding ist jetzt 4,5 Kilometer lang, hat aber ein paar Lücken drin, weil es eigentlich 5 Blöcke sind, die sich so ungefähr 800 Meter lang sind. Das hätte noch fast doppelt so lang werden sollen. Zur DDR-Zeit war dann eine Kaserne drin, dort haben sich eine ganze Menge Leute drinnen umgebracht aufgrund schlimmer Umstände. Später, jetzt mittlerweile, ist es so eine Innenwohnsiedlung geworden, weil das umgebaut wird in schicke Apartments, weil es super Blick über die Ostsee da draußen hat. Das ist gleich bei den Kreidefelsen in Rügen. Also das sich anschauen ist auch eine Reise wert, wenn man da oben im Norden ist, in der Gegend zumindest. Aber das ist ja nicht in Wien. Ah, das ist nicht in Wien, das ist schon richtig. Und eigentlich hat das Ding auch Lücken. Und eigentlich ist das auch nicht richtig ein Haus, das ist ein Blocks. Ja, wie hast du das genannt? Das ist eine Ferienanlage. Ja, das war aber gedacht. Also machen wir die Sache strikter. Was ist der längste Wohnblock der Welt? Und der ist in Wien. Kalmarkshof. Aber du hast das jetzt schon wieder gespoilert und sie hätte es herausfinden sollen. Ich habe deine Aufgabe. Ja, das ist gut. Also, Gott sei Dank. Du sollst den längsten Wohnblock der Welt finden. Also bitte aus der Aufnahme rausschneiden. Ich darf aber nicht genug. Na, Google nicht, aber sonst. Okay. Ja. Aber es ist absolut architektonisch. Was darf ich denn benutzen? Weiß ich nicht, der Baedeker? Fragen. Da wird schon drinnen sein. Fragen. Leute fragen. Ja, Leute fragen ist gut. Also Fotografieren ist absolut wert, weil es baulich interessant ist. Es ist auch historisch interessant, weil da genug in späterer Folge drinnen dann noch passiert ist. Also da hat es fröhliche Schießereien dann drinnen gegeben. Das geschichtlich ist interessant. Geschichtlich interessant. Ausbruch des österreichischen Bürgerkriegs 1934 ist dort. Also nicht Ausbruch, aber Höhepunkt. Ja. Und Abschluss eigentlich. Das längste Wohnhaus der Welt. Der Welt. Im Sinne von Länge. Ja. Mit einem Eingang oder wie ist? Ein zusammenhängender Bau, 1,2 Kilometer ist das nicht lang.
Okay. Und es ist auch architektonisch ganz manierlich. Es gibt ein paar so Trümmer in Wien, sage ich jetzt, aber der steht halt heraus, hauptsächlich, glaube ich, aus historischer Sicht. Und es ist also ein bisschen ein Vorzeigebau. Es war damals sozialer Wien, sozialer Wohnbau. Sozialer Wohnbau. Also momentan ist ja die Gemeinde Wien wieder am Beginnen, neue Gemeindebauten zu planen. Und man orientiert sich wieder ein bisschen so an diesen Baustil von damals, nicht 10 Stock hoch zu bauen, Innenhöfe zu haben, Gemeinschaftsräume zu haben, dass Kindergarten drinnen gibt in der Siedlung, Waschküche war klar, gut, das ist eh nur in den meisten Häusern jetzt auch noch, aber halt so, dass da ein bisschen mehr Innenhaus ist als nur die Wohnung, damit sich halt auch eine Community bildet, wobei damals ist es hauptsächlich nicht so gegangen, dass man das in super Community bildet, sondern die Leute drinnen sind, dann hat man es auch leichter unter Kontrolle natürlich. Es gibt ein sehr schönes Lied von der ERV, wo eine Stelle ist, Go Kali Go, kauf uns ein Haus mit Bad und Klo, ist eine Anspielung auf den Karl-Marx-Hof, weil das damals im Gegensatz zu den Miethäusern und den Basiner-Häusern war damals das Revolutionäre, dass Gemeindewohnungen ein Klo in der Wohnung gehabt haben. Ja. Das ist der Beginn des sozialen Wohnbaus. Ja. Ich darf wieder nochmal ganz kurz abschweifen, habe ich noch 1 oder 2 Minuten. Ich habe nur 2 Fragen. Und zwar die eine Frage ist, wenn die Häuser eine Weile in Wien nicht höher als 4 Stockwerke gebaut werden durften, wieso haben sie dann die Stockwerke so wahnsinnig hoch gemacht? Was bringt denn das? Nein, das ist von früher, weil du Kerzen gehabt hast. Du hast einen höheren Luftwechsel braucht, weil drinnen Kohleöfen und Kerze waren. Weil ich mir dann dachte, eigentlich war es doch dann geschickter gewesen, man hätte 6 Stockwerke auf die gleiche Höhe. Du kannst erst seit man jetzt auch, aber es ist nicht so schön. Aber du kannst erst seit den rußlosen Heizungen kleine Stockwerke bauen. Also wie das die Münchner dann gemacht haben, die haben ja nicht. Haben die immer schon kleine Stöcke gebaut? Ja, aber wahrscheinlich haben die einfach den Zucker kalt. Gibt es überhaupt in München Altbauten? Ja, gibt es. Mit so hohen Decken? Haben die Altbauten hohe Räume oder niedrige? Naja, die haben schon hohe Räume, ja, aber die sind nicht so hoch. Also die sind. Du meinst, ja, Wien hat zu viel Stockwerke, meinst du Wien, das? Nein, Wien hat also die Altbauten in Wien, die mit den hohen Räumen, also nicht die kleinen Häuser, sondern die mit den hohen Räumen, da sind die Räume einfach höher. Ja. Aber höher als die München, also nicht irgendwie, was weiß ich, 3,50 Meter, sondern gleich irgendwie 4,50 Meter. Na, 3,50 Meter. Dann ist es nicht notwendigerweise alle Stockwerke gleich hoch in einem Haus in Wien. Ja, der Etage ist nämlich höher als die darüber. Dienstbotenwohnungen waren niedriger. Ja. Unterm Dach. Oder sogar unter der Erde. Also ich habe in einem Haus gewohnt, hier gleich ums Eck, Ecke, Kaiserstraße, Burggasse. Da gab es 4 Untergeschosse. 2 davon waren zu dem Zeitpunkt, wo ich dort gewohnt habe, schon eng zugeschüttet, damit man dort nicht mehr runtergeht, was nicht mehr sicher war. Okay. Aber da ein nicht unrelevanter Teil der Bevölkerung hat unter der Erde gelebt. Bettgeher, also diese Geschichten, da gibt es auch einiges. Ah, okay, das wusste ich nicht. Ich weiß jetzt, in dem Haus, wo ich jetzt momentan wohne, da gibt es auch 2 Untergeschosse. Das haben wir jetzt. Es gibt speziell im ersten Bezirk auch was Schönes, dass in Wien war gesetzt, dass ein Haus nur 4 Stockwerke da gibt. Deshalb wurde das Hochparterre und das Mezzanin erfunden. Damit haben sie noch 2 extra Stockwerke reingetan. Verstehe. Ja, genau. Also waren sehr kreativ. Okay. Gut. Und dann nur eine ganz andere Frage. Ist ja Gemeindewohnung oder Genossenschaftswohnung sein? Das ist das gleiche Wort für verschiedene Sachen. Nein, das ist so juristisch verschieden. Also Gemeindebauwohnungen kommt man nur unter bestimmten Bedingungen rein. Mhm. Genossenschaftswohnungen muss man einen gewissen Betrag direkt auf der hohen Kante haben und sagen, ich will mich da reinkaufen. Und, Schon auch. Hat auch Bedingungen. Schon. Ja, okay, hat auch Bedingungen, aber die sind sehr unterschiedlich, während bei Gemeindebauten gibt es nur einen Regelkatalog, das von der Stadt Wien selbst. Ah. Während Genossenschaftswohnungen ist nur ein Sammelbegriff für Genossenschaftswohnungen. Und da gibt es halt, im Prinzip kann jeder ein Haus bauen und sagen, das sind jetzt Genossenschaftswohnungen, jeder kann sich hier reinkaufen. Muss doch anerkannt werden als Genossenschaft. Ja, vor allem, wenn du eine gemeinnützige Genossenschaft sein willst. Das ist alles nicht so einfach in Österreich. Schon, aber. Der prinzipiell ist ein anderer Bauträger. Sehr, sehr unterschiedlich. Gemeinde Wien der Bauträger, während bei einer Genossenschaftswohnung ist es eine Wohnbaugenossenschaft. Okay, dann ist es im Prinzip das gleiche wie aus München kennen. In München wird es oft so gehandhabt, dass es eine städtische Genossenschaft gibt und oder die Stadt investiert in Genossenschaftsbauten, sodass die selber das quasi. Städtische Genossenschaft, hier ist Wiener Wohnen.
Okay. Und es heißt auch nicht so, dass in einem Genossenschaftshaus nur Genossenschaftswohnungen sein müssen, ja. Weil Genossenschaftswohnungen nach zumindest, also nach Minimum, der Bau von Genossenschaftswohnungen wird staatlich gefördert. Dadurch gibt es die Bedingung, dass nach frühestens 10 Jahren die Wohnungen erst verkauft werden dürfen. Mhm. Und aber als, dann auch wirklich verkauft werden können. Ja, und als Wohnungsmieter einer Genossenschaftswohnung hast du das Vorkaufsrecht nach 10 Jahren. Mhm. Und während bei einem Gemeindebau hast du gar kein Recht, das zu kaufen. Das bleibt immer der Stadt. Das ist wirklich Miete, also Gemeindebau ist ganz normal Mieten und... Es ist aber dann auch keine städtische Genossenschaft, sondern es gehört direkt... Es gibt es auch. Es gibt es auch, okay. Städtische Genossenschaft. Okay. Und es gibt auch, dass die Gemeinde Wien Gemeindewohnungshäuser verkauft an Genossenschaften. Okay. Also ja. Es gibt alle Mischformen. Ja. Wieso hatte ich gedacht, dass es hier einfacher ist als in Bayern? Und es sind über Jahrzehnte, aber zumindest 15 Jahre keine neuen Gemeindewohnungen gebaut worden in Wien. Und das soll jetzt wieder geändert werden. Okay. Los muss. Schluss mit Wien. Vorerst. Okay. Schöne Grüße aus Wien. Genau, und bis zum nächsten Mal, wenn Sie uns besuchen wollen, 19.30 Uhr, nächsten Dienstag in der Zypresse, Westbahnstraße 35a. Wir freuen uns über Besuch. In Wien. In Wien. Schön war's. Und ciao. Tschüss. Ciao. Ciao.